Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen an alle da draußen. Schön, dass ihr da seid. Freut uns, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hört alles, ihr seht alles, es passt alles. Soundmäßig ist alles in Ordnung. Und erstmal, es geht direkt hier los, meine Lieben. Erstmal vielen Dank für den Resubs von Scare im dritten Monat. Schönen guten Abend, mein Bester. Danke, danke und vielen Dank für den verschenkten Sub einmal von Suppenghost an Andrew. Er hat bisher 2 Stück verschenkt. Danke, danke. Winzer Tom, danke für dein Follow und herzlich willkommen. Winzer Tom, war da nicht vorhin irgendwie was mit Steff? Hatte er nicht irgendwas und gesagt? Nein. Irgendwie mit dem Kumpel? Auch. Norddeutsches Gaming, vielen Dank für dein Follow und so weiter. Und an Fabi, vielen Dank. An MHF, keine Ahnung, Fanvario, vielen Dank für den Resub im 10. Monat. Nils Mattfeld, danke. Sniper Troll, danke für eure Follows. Und ja, ich wünsche dir erstmal einen schönen guten Abend. Mitzocken, leider nein, Fabi, leider nein, leider gar nicht. Das funktioniert leider nicht. Der Glasfahrer, moin. Genau, heute wird gemäht, heute geht es in den ersten Schnitt. Immer diese Kellerkinder, ja, ja, genau. Wir haben gerade noch eine Synchro vom lieben Kiwi, der ist auch da. Aber ich begrüße erstmal die lieben Mitspieler, die wir da haben. Und zwar, wir haben einmal natürlich den Thies dabei. Moin. Und dann ist natürlich der Jan da. Moin, moin. Dann haben wir den Kiwi da. Hören wir ihn? Morgen. Ja, dann ist der Lukas dabei. Moin. Und der Josef mal wieder. Servus. Nach langer Zeit auch mal wieder da. Und der Steff wird später auch noch dazustoßen. Und dann wird der Johnny noch dazukommen. Also wir werden nachher auf jeden Fall ein bisschen Manpower haben, um hier ein bisschen Schlagzeug generieren zu können. Ja, ich würde sagen, wir schnacken nicht lange. Wir starten eigentlich so gesehen Richtung Mähen erstmal. Ich gehe mal Luzerne mähen. Ich mache da weiter, wo der Steff momentan aufgehört hat. Ja, bin der Kumpel von Steff. Ah, Tom, genau, das hat Stefan erzählt. Der ist gleich auch wieder da, mein Bester. Moin, Philipp. Moin, LS21J. Dann Gaming mit TribalJ. Schönen guten Abend. Matze, kannst du mir vielleicht sagen, warum ich mir bei dir keine Kanalpunkte abholen kann? Denn mal, wenn ich die Kiste kommt mit den Punkten, dass da irgendein Fehler aufgetreten ist und ich dadurch nicht... Bist du Follower und so musst du ja sein, sonst könntest du ja nicht in den Chat schreiben. Jaden Jansen, moin moin, grüß dich. Was ist das für eine Krachmusik? Johnny, wir wollen mal was anderes heute Abend hören. Aber es ist anscheinend... Johnny, das siehst du doch auch schon an der Cap. Genau, heute Abend ist mal anderer Abend als sonst. Elias, moin moin. Nee, guter Paul, moin. Nee, ich hatte einfach nur keinen Bock, meine Haare zu machen. Die sind mittlerweile so lang und da kriege ich nichts Vernünftiges hin, ist das Problem. Absolut unmachbar momentan. Also macht keinen Spaß. Und ja, deswegen. Das ist anständige Musik. Ja, wir müssen ja auch mal für alle was dabei haben. Ne? Nicht immer nur das gleiche Gesülze. Heftige AK Adi 25. Moin erstmal. Schönen guten Abend. Okay, warum? Wer macht denn jetzt hier immer Pause bei der Musik? So, Dalle, da haben wir sie doch auch. Ich glaube, ich bin schon fast ein oder eineinhalb Jahr bei dir Follow. Da bringt nur Muten, aber auch ohne Musik. Ja, kannst ja nicht anders machen. Vielleicht mal an Right Eye, vielleicht einfach mal entfollowen und neu followen. Vielleicht funktioniert das. So, Jungs, wir starten rein, oder? Jo. Also Kiwi, genau, ja, mach du mal. Kiwi, genau. Kiwi streamt aus, Ausrufezeichen Multi in den Chat, dann seht ihr von Kiwi und von Jan auch die Ansicht. Sorry, bin auf die Enter-Taste gekommen wegen der Musik. Ja, ja, okay. Schmecken die Chips, Jan? Ja, sicher. Powerfee, moin moin, grüß dich. Schönen guten Abend erstmal an alle. So, genau. Wisst ihr eigentlich alle, was zu tun ist, ne? Ich bin ja hier auch kein Chef, ne? Also ich bin ja hier nur Mitarbeiter. Das heißt, Und ja. Chauffeur. Jan, wo fahren wir hin? Ich glaube 111. Alles klar, let's go. Jannis, ja, alles bestens. Und selber, wie geht's euch da draußen? Alles gut bei euch? Ja, ich habe ja keine Zeit hier heute. Ja, wir schnappen uns. Nee, ich gehe ganz entspannt. Siehst du doch hier, guck. Ja, schon mal vorwärmen lassen. Welchen Schlepper kann ich dann fertig festfahren? Oh, guck mal, Johnny ist Agrarökonom geworden. Ich. Guck einer. Aber dann im Schlepper, mit dem wir nicht abfahren, Thies. Der ist halt mein Bester. 39. Guck mal hier. Was? Der Weißlichtabgleich, der ist ein bisschen heftig gerade.
Aber vielen Dank, The Assault, für 36 Monate Resub. Let's go, 3 Jahre, ey. Danke. Du bist verrückt. 3 Jahre. Da gehen die Herzen raus, mein Messer. 3 Jahre für so ununterbrochenen Support, mein Messer. Und heute fehlerfreier LS. Guter Paul, wir werden es sehen. Es wird wahrscheinlich jetzt direkt losgehen hier mit dem Fahren. Johnny anscheinend nicht. Ich hab's angenommen, aber man sieht nichts. So, Dale. Ich weiß nicht, ob Matze sich schon mal erkundigt hatte. Was denn? Wegen den Kanalpunkten jetzt. Wegen Anzeige oder was? Ja. Halt, Johnny hat die 130.000 rausgehauen. Der ist der Agrarökonome. Man glaubt es nicht. Oh, klingt so. Das gemein. Zieh doch die Harnbremse. Ja, alles gut. Aber du kannst schon fahren, Matze, oder? Ja, ich kann fahren. Du sagst nur, wo lang ich fahren muss, ne? Am besten. Ich muss mich gerade mal konzentrieren. Scania Manu, schönen guten Abend. Und Todi, guten Abend. Moin, JL, schönen guten Abend. Ich muss mich gerade mal konzentrieren. Wir fahren jetzt hier nämlich, wie heißt das Getriebe? RMT. Rechts. Ja, jetzt fahr links. Aber ist der Sound laut genug, Chat? Also für mich, ich höre kaum hier was von den Fahrzeugen. Am Ende der letzte. Am Ende rechts. Bin wieder da. BB. Achso, rechts. Achtung. Okay. Genau. Synchro. Oh. Matze, müsst ihr ja gar nicht hinfahren eigentlich. Außer du fährst Jan jetzt einfach hin. Das kannst du. Ja, okay. Alles gut, das machen wir schon. Wir auch nicht. Ich höre nichts vom LS. Ja, ich auch nur ein bisschen. Jan, ich muss mal eben kurz, warte mal. Mal eben kurz Sound ein bisschen lauter machen. So. Läuft wieder. Auf eine weitere Runde Synchro-Simulator. Lang genug ist es alles in Ordnung. Kein LS-Sound, ich höre keinen Schlepper. Ja, kommt jetzt. Musik. Hat sicher auch keinen. Ihr kommt jetzt. Entspannt euch doch mal da draußen. Also das ist ja schlimm geworden mit euch da. So, jetzt solltet ihr Sound haben. LS-Sound. Muss mal hupen, dann hörst du es. Wartet. Ach, das hat sich hier... Es gab wieder ein Kack-Update vom Windows. Das ist das Problem. Der hat das wieder rausgeschmissen. Der hat wieder auf Standard gestellt. Mein OBS meckert auch gerade rum. Hallo Kiwi! Nee, das ist der falsche. Oh Gott, ich könnte schon wieder hier. Was war das denn? Der hier. Der muss es sein. So, jetzt müsst ihr auch Sound haben vom Schlepper. So. Jetzt müsste da sein. So, Jan, du sagst mir wo lang, ne? Ja. Am Ende der Straße. Bitte, Chat, ich komm gerade nicht hinterher mit Lesen. Ich lese gleich, wenn wir am Feld sind. Ja, Chat, seid mir nicht böse, aber wenn ich mich jetzt hier nicht aufs Fahren konzentriere, dann war das schon für heute. Haben wir 6 Gänge, Jan? Kannst du mal eben gucken? Ja. 8. Ich habe Lukas zwar, aber naja. Ach, Jan. 8. Wie schnell fährt der denn? 80. Brems mal ein bisschen. Ich schalte mal lieber nur in den 5. So, jetzt habt ihr aber Soundchat, oder? Ja, einzeln Chat für ist es perfekt und zwei in Chat ist es für okay. Eins in Chat, wisst ihr doch, ne, wie das geht. So, Dalo, wo jetzt gleich? Links oder rechts, Jan? Sag's mir nicht erst 1 Meter vor der Kreuzung. Rechts, hab ich schon vorhin gesagt. Du weißt, bis da, das hab ich bis zur Kreuzung wieder vergessen. Hm. Jetzt hier Matze, rechts? Rechts. Ja, rechts. Den Radweg lang oder was? Genau. Ja. Schnell. Gas. Ja, Leute, genau. Nein, ich sag nichts. Genau, 1.
Hast du den Chat von Matze auf dem Steff? Nee. Okay. Da gibt's einen Winzer Tom. Ach, der Tommy. Ah, vorhin schon gecheckt. Ist der Verkehr aus oder ist hier so wenig los heute? Eigentlich ist er an. Ich check mal. Und hat auch wieder reingeschrieben, Handkast zweimal rund und er gibt Kanone. Das geht jetzt an. Ahne schenkt Winzer Tom direkt einen Sub hier. Guck mal, Tom, so geht das hier. Das ist La Familia, mein Bester. La Familia Ahne. Danke, danke, Ahne, für deinen verschenkten Sub. Bedank dich bei Ahne, Tom. Jetzt hast du so viele Möglichkeiten mit diesem Abonnement. Hm. Ja, das ist La Familia, nennt man das. Ahne ballert direkt, ne? Direkt mit Kuss raus. So, wohin? Wohin, Jan? Kreisverkehr dann links oder was? Richtung Händler? Genau. Zweite Ausfahrt. Matze, du kannst mich auch Joel nennen. Ja, okay, alles klar. Ist mir gerade ein bisschen verwirrend. Ach so, okay. Oh, guck mal, der alte Kiyoshi, der ist auch mal wieder da. Der Uldi. Grüße, Herr Kikoshi, mein Bester. Die alte Dame. Das sieht richtig nach viel Ertrag auf dem Wesen aus. Ja. Hast mal gute Emotes, ja sicher. Gute, perfekte, klasse Emotes. Ahne macht da ja auch nichts, weißt du? Das ist ja unser Emote-Beauftragter. Aber, ne, ist halt traurig. Okay, bei mir bleibt der Stream heute auf jeden Fall aus. Mein OBS will irgendwie gerade nicht. Damit kann man sogar amerikanischer Präsident werden. Ganz genau, mit den Emotes kann man, genau. Und mit den Kanalpunkten könnt ihr auch amerikanischer Präsident werden. Ne, ihr müsst nur genug sammeln, ihr seht ja, wer da alles so Präsident werden kann. Zum Beispiel letzten 4 Jahre oder so, ne? Du musst da nicht irgendwie, ne? Moin, moin! Beton! Servus, Luis! Grüße! Der Alte! Wow! Du hast es selber am Namen stehen, mein Bester. Was soll ich denn machen? Was soll ich machen? Sag's mir! Jan, soll ich schneller fahren oder reicht dir die Geschwindigkeit? Ach, ich guck gar nicht mehr auf die Straße bei der Geschwindigkeit. Moin, moin, ihr Hollandfahrer, grüße. Kennst auch vom Autofahren, ne? Ja. Ah, da gibt's von der Heute Show so ein lustiges Video. Deutsche Autofahrer. Seit wann das denn? Wie seit wann das heute denn? Hast du es wieder gemacht. Ahne, seitdem du dich bei uns aus dem LS raushältst, bist du jetzt Beauftragter für alles drumherum, weißt du? Also, du musst jetzt so. Emotes dann machen und so. Du musst dann grafische Designs erstellen, mein Bester. So, jetzt ist besser. Du musst dich irgendwie am Team beteiligen. Ahne. Moin, moin, der Ackerschnack. Grüß dich, Lars. Hier links, Matze. Ja, danke. Ganz hier rauffahren. Ja, ich blink mal. Wie geht's, Matze? Alles gut, das wisst ihr doch. Schlechten Menschen, ne? Ja. Das haben wir abgewürgt hier. Bergauf ist halt nicht einfach, weißt du, das Auto hat keine Berganfahrhilfe. Weil die Berganfahrhilfe kommt von hinten, Matze. Ich hab's gemerkt. Wer stellt oder was? Nee. Ey, danke. Bitte. So. Jan, du musst hier hin oder was? Oder was ist jetzt los? Ja, könntest du mir mal Gefallen tun und einmal aussteigen? Ja. Bin ich? Jan möchte einmal rüberrutschen, die Tür klemmt bei ihm. Nee, er klemmt gerade ganz schön viel hier irgendwie. Mir geht's gut. Er sitzt ganz schön. Leute, mir geht's gut. Das wisst ihr doch. Wenn's mir nicht gut gehen würde, dann würde ich nicht streamen. Weißt du? Niemals. Wenn man nur noch Automatik kennt. Johnny, ich fahr kein Automatik. Hi, wie geht's euch? HVB, mir geht's allerbest. Wie es dem Rest geht, kann ich nicht sagen. Möchte ich auch nicht. Ja, Steff, klasse. Das war's mit der Achse vom IAC. Das war nicht mal ein Kuss. Tschüss, Jan. Wir schwaden mal so lange. Wenn mal so lange, wie unser Herr Kollege braucht. Sich aus der Sitzschale rausschält. Genau. Fang gerne was schmaler an, was? Wie schmaler, hä? So, wo stehen denn die Anhänger jetzt? Die Anhänger stehen immer noch neben der Getreidehalle. Hä? Wie schmaler? Was? Ich komme gerade nicht hinterher, Chat, was ihr meint. Also wir müssen aber auch nicht hinterher. Also wir müssen jetzt hier noch wenden, oder was, auf dem Feld?
Genau, ja. Aber Matze, du musst den Wender so einstellen, dass du erstmal in die Feldmitte reinwendest. Ist das ja, in die Feldmitte gar kein schmal. Problem, Jan, das weißt du doch. Warum sagst du mir das vorher überhaupt? Du hast kein Vertrauen in mich, oder? Nein. Ja. Wer war das? Smalltalk. Achso, Smalltalk. Ah, okay, Beton. Fang gerne was schmaler. Achtung, ich Achtung, ich rutsch gerade mal ein bisschen sehr doll aus der Sitzstange. Kann ich das Entladerohr auf klein machen oder soll ich so lassen? Wie kann ich den denn jetzt einstellen, dass klein. Er Heuwender anschalten, Heuwender heben, Heuwender zuklappen. Was soll ich denn da machen? Ich kann den nicht einstellen, dass der irgendwo... Mauscontrol? Nee. Nee, geht nicht. Ja, dann ist musst das so. Du das mit Steuerung. Achso, warte mal. Machen. Doch. Ich kann die Räder damit drehen. Das sollte funktionieren, wenn jetzt gleich wieder durchgesynkt ist. Hast Nachricht DC gelesen, mein Lieber? Was? DC? Im Discord. Bei SDAGZ kannst du die aber auch automatisch stellen lassen, ne? Uldi, ja. ich hab nichts gelesen von dir. Was hast du denn? Ich hab nichts. SDAGZ. Ah, Scania, danke. Ich hab nichts, ne? Also ich hab da jetzt nichts, Kiyoshi? War gestern oder vorgestern doch schon. It's a side of life. Ja, danke. Ich weiß nicht, ob der Wender vielleicht ein bisschen zu viel Power braucht? Oder hast du schon was gewendet damit? Nö. Das Handgas geben. Muss ordentlich Gas geben. Ja, ich glaube, ich schalte den erstmal erst im Fahren ein. Nee, du musst in der langsamen Gruppe fahren. In der Ackergruppe. Ja. Das ist auch. Ich hab's dir schon gesagt, Jan. Also, der gräbt sich hier aber. Die sagt, er nimmt den Großen, der packt den. Ja. Hm. So sage ich nichts. Action Direct. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend, mein Bester. Nimm den Mock, dann geht das schon. Genau, Matze, spann den Unimog vor. Na, nee. Doch, der wird von sowas gerne genommen. Shifter, ja moin, der Herr, wie geht's Ihnen? Wie gesagt, Handgas zweimal rum und dann gib Kanone. Ich geb hier schon voll. Wir versuchen ihn erstmal. Also langsam wird der Spruch wirklich gut. Arne, du hast Lukas vergessen. Was? Eine Tank haben wir noch nicht am Hof oder so, ne? Doch. Hier ist die Hoftankstelle. Ja, hier ist gut. Ich hab grad einen mega leckeres. Ich stehe hier vorne an der Scheune. Wenn du am Haus die Kante Richtung Stall machst. Erst. Ist na, hier Leute, ich glaub. Drinne. Ich glaub. Naja, der ist ein bisschen. Bisschen schwach auf der Brust, der Kollege. Da hilft sogar das Handgas nicht. Nee. Den kriegst du nicht. Ich mach mal. Ich falsche Richtung. Poppel mal ab hier, ne? Und ich stehe bei der Tankstelle. Also ich stehe jetzt beim Haus. Ich hol den Unima. Und dann musst du Richtung vollen Haver 80. Ich hab dir den falschen Crewstall gesagt. Ja. Ja. Ich hol mir dann einen anderen Schlepper, ne? Willst du wenden? Ja, kann ich machen, aber dann hole ich mir einen anderen Schlepper. Ich wende jetzt nicht mit dem Mock. Herbst 07, danke fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend, mein Lieber. Was soll ich machen, Shifter? Achso, ja, können wir mal Richtung... Mal gucken. Wo seid ihr denn? Sonst komme ich mit meinem eben rüber. 111. Ich fahre den mal wieder nach Hause hier, ne, den Kollegen. Chat, wir machen heute so ein bisschen, Ja, bin ich. Map kennenlernen. Mach mal von 0 auf 1 die Zeit. Oh. Wenn ich den Weg finde, komme ich mit dem 6M zum Wenden. Ja, dann mach das. Ja, right, Ei, wie gesagt, momentan ist leider kein Bedarf, aber irgendwann wird es wieder soweit sein und deswegen einfach ran da, ne? Einfach ran. LS Boy 14. Danke fürs Follow, mein Bester, und ne? Salut. Ja, Jungs,
So ein bisschen unterwegs hier. Ein bisschen ist gut. Wer ist denn auf die Idee gekommen, mit dem zum Wenden? Einmal darfst du da an. Ja. Ich wollte auch eigentlich den Kleinen nehmen. Ich sagte aber, nimm den Großen, der packt den. Ja, genau. Micha, das ist die Map, die wir vorgestellt haben. Vor zwei Wochen, Jungs, wann war das? Zwei, glaube ich. Ah. Hat drei Buchstaben. Was hat drei Buchstaben, Johnny? Leute, ich komme nicht hinterher. Ja, mit Jan losgefahren ist. Ach so, Jan, ja, okay. Jan, ja. Und wenn einer noch Arbeit sucht, kann sich den Bandschwader nehmen. Auch schon mal schwaben. Ja, dann kann Matze das ja machen. Ja, dann mache ich Bandschwader, genau. Das passt sowieso besser zu uns, Chat, oder? Bandschwader, das ist doch das Sinnigere für uns, oder nicht? Chat? Hast du gerade überhaupt Ahnung, was das ist? Nö. Ich sehe gerade nochmal, ich muss hier den Chat mal ein bisschen kleiner machen. Also. Zwei Wochen? Was zwei Wochen? Achso, ja, vor zwei Wochen, genau. Jan, warum fährst du denn jetzt mir hinterher? Ja, irgendwie muss der Unimog ja wieder zum Hof. Ja, dann lass uns aber tauschen hier. Warte, ich fahre rechts ran, dann kannst du hier den IAC zum Hof fahren. Also, so geht das ja, jetzt hier nicht. Ich habe da kein Problem mit Matze. Ja, Ich komme nicht über 40. Ich fahre doch hier nicht drei Stunden bis zum Hof. So, ich fahre hier rechts rein. Wow. Kommst nicht über 40? Womit? Mit dem 6M? Da hinten dran? Oder was? Nee, generell mit dem Schlepper. Ich weiß nicht warum. Schläuche am Frontlader. Parken Sie bitte hier vorne ein. Ich bin allgemeine Verkehrskontrolle. Ja. Herr Wachmeister ist das, ne, Jan? VCA. Ja, Tom, steig ein da. Muss mal. Tür zu. Keine Zeit hier. Quatsch. Irgendwie gibt's ein Problem. Ah. Womit denn? Irgendwie ist ein Delay, habe ich das Gefühl drin. Nein, ist nicht. Okay. Das ist mein ganz persönliches Problem. Genau, das würde ich auch sagen. Der Schlepper kommt nicht über 30. Ja, und meiner kommt nicht über 22. Irgendwas stimmt hier nicht. Was sagt die Lok hier? Hast du mal reingeguckt? Nicht. Alles gut. Also bei mir ist alles gut. Kann ja auch ein lokales Problem sein. Ja, das Problem ist, ich musste meine Game-Exemple einmal, ich müsste sie erstmal umschreiben. Jo, funktioniert jetzt mit den Kanalpunkten? Ja, wie gesagt. Also hast du einmal entfollowed und wieder gefollowed, Right Eye. Right Eye? Der erinnert mich immer an Redneck, weißt du? Right Eye? Ich weiß aber auch nicht, woran das liegen kann. Gerade. 40, mehr schaffe ich nicht. Guck mal bei VCA-Einstellungen, vielleicht steht er da auf 40. Kontrolle ist wichtig, Matze. Ja, Betonung auf jeden Fall. Matze, was steht heute an? Wir wollen heute, häckseln. Also entweder häckseln oder, also ich komme schneller. Ich habe kein... Aber jetzt berg runter wahrscheinlich. Deswegen... Kann mir nicht mal die FPS anzeigen, was ist kacke. So, ich bin fertig mit der 195. Welche ist noch zum Schwaden? Zum Schwaden? Kannst du, glaube ich, gleich dann direkt hinter Kiwi hinterher, oder? Oder da, ja. Das ist besser. Kiwi und einer kann gleich hinter Thies hinterher, dass Matze da schwaden kann. Matze fällt gleich auf die 187 dann. Also ich kann auf jeden Fall schneller, aber hier im Dorf sollte ich nicht schneller fahren. Ich würde sagen, geschossene Ortschaft. Deswegen, sonst kommt der Herr Wachmeister noch. Weißt du? Moin, Kajetan, da Kajetan. Schönen guten Abend, meine Lieben. Grüßt euch. Guck mal, da ist der Jan. Wo bist du denn abgekürzt überhaupt? Ich bin durchs Dorf gefahren. Überholt jetzt an der Kuppe, genau vor der Kuppe überholt er. Hallo, ich sitze ein bisschen höher als du. Ich kann da drüber gucken.
Haha, ja. Und allgemein bin ich ein bisschen größer als du, weißt du? Dann kann man da entspannt drüber gucken. Ja, ja. Das glaube ich eher weniger. Hallo! Ach. Die Luft hier oben ist ganz gut. Eieiei, was kommt denn jetzt da? Matze, schaffst das schon? Er ist Englisch, Bro. Was? Hä? Boah, also zum Stream her ist ein dickes Delay und jetzt hast du gerade erst bei mir Jan überholt. Ja, gut, nee, bei mir nicht. Das puffert automatisch irgendwie. Das kann also sein. Bei mir fährt er gerade die Kurve, die scharfe. Bei mir auch. Bei mir ist er gerade rechts abgebogen. Ist doch egal. Chat? Ja, wie es letzten Endes beim Zuschauer ankommt, ist egal, solange kein Delay zwischen Stimme und Bild ist. Nur geladen. Moin Moin, grüße euch. Chat, schreibt mal eins in den Chat, wenn ich sage, schreibt jetzt eins in den Chat. Und zwar 1, 2, 3. Schreibt jetzt eins in den Chat. Oh, das geht schnell. Guck mal. Ja, Stefan hat das auch so gehört. Ja, aber der Rest, guck mal. Guck, ja, Leute, es reicht. Eins ist okay, es reicht jetzt. Leute, wenn jetzt... Stopp, aus. Kiwi, aus. Das wird besser, wenn die Karte synchronisiert ist. Ich fahre jetzt auch schon wieder 24. Chat, ist gut jetzt. Danke für die Eins im Chat. So, Chat, wir haben noch nichts getan heute, wisst ihr das? Wir sind jetzt einmal zum Feld gefahren und wieder zurück. Also, nur um den IAC abzuholen. Eieieiei, also ich fahre 80, Kiwi. Ich glaube, so doof es klingt, dann müssen wir einmal die Karte synchronisieren. Also, jeder für sich selbst. Ja, das ist sowieso. Oder soll ich das für dich machen, Lukas? Ja, eindeutig. Komm zu mir gefahren und dann setzt du dich an meinen PC und synchronisierst die Karte. Er hätte eine viel bessere Idee, wie das schneller geht. Du fährst zu Matze. Da hast du besseres Internet. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn wir heute mal ein Giveaway machen? Oh ja. Ui. Was willst du denn weggeben? Ich würde sagen, wir verschenken mal eine Runde Zocken mit Johnny. Oh. Ja. Also da wäre ich auch dabei. Oder? Ich bin raus. Ich muss mir schon einmal geben jetzt. Ja, ich will nicht mitmachen. Also wäre ich dafür, oder Johnny? Was meinst du dazu? Eine Runde. Bei mir ist Matze noch bei der Begrüßung. Johnny hat ein krasses Delay. Jetzt gucken wir mal, wie schnell Johnny. Siehst du, ich gewinne. Das kann nicht sein, dass du jetzt noch bei der Begrüßung dann bist. Mit Johnny eine Runde Phasmo. Ja, genau, Timo. Mit Johnny eine Runde Phasmo. Und Johnny muss. Nein. Aber wie gesagt, nee, wir können heute mal ein Giveaway machen, hatte ich gedacht. Oder zwei oder drei Giveaways. Er hat keine Zeit, ich habe den voll eingeplant. Das glaube ich auch, Chris Fire. Genau, das ist eine neue DLC, hatte ich überlegt. Was haltet ihr davon, Chat, wenn wir das mal giveawayen? Ich habe es auch extra nicht in den Titel geschrieben, wie viele andere sowas machen. Weil ich will damit keinen triggern. Ich will nur den Leuten was schenken, die auch öfters hier sind. Die das auch verdienen. Und nicht welche, die abgreifen. Also Matze, jetzt hast du es ausgesprochen. Jetzt werden sie kommen wie die Geier. Nö, das kriegen ja nur die mit, die... Ich kenne, guck mal, die Leute, die vielleicht hier im Chat sind, die kennt man. Die liest man fast jedes Mal Namen, alles Timo. Genau, moin Mika, grüß dich, moin. Wenn das denn so ist, mach doch zum Aufwärmen 20 Liegestütze. Ja, sicher. Grimme, genau, dieses Grimme DLC. Dann schnapp ich mir mein 7R und den Bunchwader, ne? Bunchwader ist beim Lohner. Alles klar. Hey Jan! Hey Matze! Hat sich anscheinend gelohnt, ne? Stell nicht den IAC da rein, dann steht er wieder im Trigger von der Tanke. Ach, nein, das ist es nicht. Leider. Moin Matze und der Rest. Beda, schönen guten Abend. Wie bei R6, dann da Drops aktiviert sind, kommen plötzlich alle. Okay, was heißt Drops? Kriegst du irgendwelche Skins? Okay, wir fahren mal zum Lona. Also das heißt wieder fast die gleiche Strecke zurück durchs Dorf und rechts. Ja, mich kenn ich das Gute ist, du fährst die Strecke dann nochmal, Matze. Ja, aber die Strecke kenne ich mittlerweile eigentlich ganz gut, so zum Lona.
Nee, du musst ja wieder zurück zum Hof dann, wenn du beim Lohner warst. Okay. Ui. Auf der 116 Klößchen hast du einen kleinen Fleck vergessen. Hinten. Was ist eigentlich hier auf dem 98. Feld? Was ist eigentlich auf der... Der 2? Ackergras. Der 2. Das ist Ackergras? Ackergras. Das sieht so aus, als ob da einfach nur keine Textur... Also, als ob da eine Textur fehlt, weißt du? Wo der noch nicht geladen hat. Kommt noch. Also, in 2 Tagen. Ja, okay. Ja, gut. Kann mal dauern. Moin, moin, SCB. Grüße euch. Ja, ich würde sagen, wir machen dann... Machen wir das erste Giveaway. Arne, du bist der, aktuelle... Oder wer ist jetzt Mod? Wer ist gerade Mod im, Chat? Thies und ich, ja, glaube ich. Und Johnny? Und Johnny. Da, ich bin da. Ja, wann machen wir das? Wann machen wir das erste Giveaway? Ich würde sagen, wir machen 3 Stück. Ja, 21, 22 Uhr. Das hört sich gut an. Machen wir das so. Und es geht natürlich nur an Follower, Leute, ne? Tobias Win 77, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Das müsste klar sein. Aber sonst kann jeder teilnehmen und es gibt halt nur für, ja, oder sagen wir für PlayStation und PC ist eigentlich egal, oder? Ich weiß nicht. Was ist das gleiche? Ist egal, oder? Ich guck mal für dich nach. Zum Glück habe ich kein Schwert, ja genau. Guten Abend, Tobias Win, grüße Sie. Ich glaube, das gibt es nur für die PC- und Mac-Version, wenn ich das richtig sehe. Okay, gibt's das gar nicht für die PlayStation, also für die Konsole? So wie ich das hier lese, kannst du das nur als PC-Mac-Version kaufen. Na gut, dann müssen wir dann, ja, dann machen wir nur für PC- oder Mac-Version, ne? Also dann, ist ja dann, glaube ich, auch egal, ob das jetzt über Steam, das kannst du einfach bei Steam aktivieren, ne? Oder wie war das, ne? Das kannst du auch bei Steam aktivieren, genau. Ja, genau, alles klar. Also, wie gesagt, der Gewinner muss mich danach dann nur anwispern, ne, über Twitch, dann ihr wisst ja, wie das geht. Mir dann da einfach die E-Mail schicken von demjenigen. Und dann kann ich ihm, ja, oder eine E-Mail, ja, oder, ja, wäre, glaube ich, besser. Eine E-Mail-Adresse dann damit schicken über Twitch. Und dann schicke ich ihm dann per E-Mail den Key zu. Moin, endlich kann ich zugucken. Brokey, das freut mich. Schön, dass du dabei bist. 28 Powerfee. Also ich spiele auf Xbox. Wie schnell fahren wir überhaupt? Aber es geht ja. Das ist klar, dass du nur Xbox übergreifen und PlayStation übergreifen zocken kannst. Aber ich meine, du kannst das im PlayStation Store, glaube ich, kaufen oder es wird noch zu Kauf kommen. Ich weiß nicht mehr genau. Also genau. Über, sagen wir so, über die LS-Seite, also kannst du es nicht, dass den DLC-Code kaufen dafür. Also wenn, wird das wahrscheinlich nur über den PlayStation oder hier Microsoft Store gehen. Genau, ja. Kopf, mein bester. Danke fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Genau, aber ist ja auch egal. Wie gesagt, das sollte dann klar sein. Also es gibt es dann nur so gesehen für einen Rechner, ne? Entweder für Mac oder für Windows. Jo. So, ach, hier ist ja schon geschwartet, wa? Bandschwader, damit habe ich noch nie gearbeitet, wenn ich ehrlich bin. Ja, machen wir dann große Breite oder normale? Einmal rüber. Mach große Breite. Also wenn es ein großes Feld ist, große Breite, wenn nicht, dann nicht. So würde ich das machen. Halt, Kann Mats entscheiden. Was denn? Ach so, beim Schwaden. Ja, entweder 18 Meter auf einen Schwad oder nur 9 Meter auf einen Schwad. Da fährt der Klößen wieder. Ich guck mir das mal an. Wer spielt über Mac das Spiel? Ahne. Keine Ahnung, vielleicht bestimmt wer. Ich gucke schon seit 5 Jahren, aber ich habe mir keinen Account gemacht. Ja, aber jetzt endlich HVB. Sehr gut, sehr gut. Ich frage mich, wie viele Leute ich schon nach Twitch geholt habe, über YouTube. Und die dann auch bei Twitch vielleicht auch mal andere coole Leute kennengelernt haben. Und das ist doch nice, weißt du? Ja, ich glaube mal, kann man so sagen, dass ist man ja, glaub, coole Leute kennengelernt hat. Ja, ist ja, glaube ich, auch bei Johnny so, ne? Ich glaube, Johnny ist damals extra nur wegen LS Field Drivers, glaube ich, rübergekommen. Aber hat ja dann mittlerweile bei Twitch ja auch viele Leute, bei mir auch. So gesehen. Kritiker. Gefunden. Ja. Genau. Muss ja jetzt nicht immer nur weiblicher Besuch sein, weißt du? Ach, der hat ja gar keine Zielsteuerung. Ich suche mal eine Zielsteuerung bei dem Johnny. So, wo ist der Bandschwader? Hier nicht. Links in der Halle. Wenn du aufgefahren bist, so gesehen.
Mir geht's dir so, Brokey, mir geht's gut. Und selber, wie geht's dir? Ah, da. Ja. Wahrscheinlich, ich dachte, der steht ganz hinten. Nee, in der Werkstatt. Bei mir ist es, seit ich dich gucke, nur noch bergab. Kappa. Lass besser das Kappa weg. Ich wollte gerade sagen, Anna, was macht das Kappa da? Genau. Ja. Maximilian Grave, Momo und Gravedigger. Gravedigger, sagt euch Gravedigger, was? Kennt ihr die Jungen? Nee, Digga. Gerlord Fox, Momo und Grüße. Alter, Gravedigger sagt mir sogar was. Ja, aber weißt du, was Gravedigger ist? Wer, was, wo, wie? Nee, ich hab nur den Namen nochmal schon mal gehört. Gravedigger. Genau, Monster Truck. Entschuldige. Kannst mich wahrscheinlich nicht mehr. Ja klar, Gerlord Fox. Du bist doch der Papa von Foxes, oder? Von Foxes Live. So, ab dafür. Da machen wir aber, glaube ich, rundum leuchten an, ne? Wir haben Überbreite, ja. Naja, ist keine Überbreite. Ja. Könnte aber was runterfallen, weißt du? Der ist niegelnagelneu. Matze Grave, bitte nicht Deutsch aussprechen. Grave? Wie? Grave. Maximilian Grave. Grave, Digga. War doch ein Monster-Truck. Ja, genau. Moin. Der Tracking. Trecker. Achso, der Trecker-King. Schönen guten Abend, mein Bester. Grüße. Tracking-King. D-Follow und D-Abo ist da. Wo ist das Kappa, Arne? Ich vermisse das Kappa. Meinst du jetzt nicht ernst? Wie kriegt man diese Grafik hin? Was meinst du? Also in dem Game oder was? Also das ist einmal Seasons, dann noch ein paar Shader und halt Grafik auf vollen Anschlag, ne? Justin, moin moin, Grüße. Sind leer gegangen, hä? Gravedigger, geile Band und geiler Monster Truck, ganz genau. Die Band kenne ich nicht, ich kenne nur den Monster Truck. Vanilla, ja genau, Vanilla ist das hier alles. Das ist auch die Standard-Map. So, zu welchem Feld soll ich jetzt? 187. Ah, okay, das ist ja direkt... Auch für dich besser gesagt 187. 187 Straßenbande? Ja. Danke. Was? Straßenschande? Hi! Nee, meine... Den Shader. Nee, der Shader, das ist Reshade. Und, der Season ist halt überarbeitet. Hast du schon mal R6 gespielt? Ja, habe ich schon mal gespielt. Aber ist nicht meins. Ballerspiele generell nicht. Nein, der Trecker King ist absolut nicht schwer, Shader in LS zu bekommen. Gib das einfach mal bei YouTube ein. Da findest du auf jeden Fall was dazu. Was schwer ist, ist den Season zu bearbeiten. Da kannst du mal Kiwi fragen. User disconnected from your channel. Achso, falscher Server. Also, ich glaube da, ja. Ich glaube, das ist schon, ja, ein schwieriges Thema, ne? Du musst dich halt einmal reinfuchsen, ne? Genau. Die Füchse scheinen sich, die scheinen sich darauf wohlzufühlen, Johnny. So schaut das aus. Was ziehst du da? Das ist ein Bandschwader. Glas Lino, ja, Band. Ich will auch immer Bandwurm sagen danach. Timmy, schönen guten Abend. Timmy, wo bist du? Guck mal, ich fahre ja mit deinem 6R, Tim. Ach, 7R, Tim. Und dann die Zahlen um 0,5 erhöhen oder verringern? Justin, ich weiß nicht, wovon du redest. 0,5 erhöhen oder verringern? Keine Ahnung. Weder das eine noch das andere. Genau. Ich find's nice, aber mein Aim ist bad. Okay. Gut, das, wie gesagt, mit Baller spielen, da bin ich überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht meins. Moin, Lena Hinrichsen, grüße Sie. Also im Shader mache ich das immer so, okay? Ich weiß, wo er drauf hinaus will, aber ich habe nicht nur mal eben
0,5 oder so erhöht. Das sind ganz andere Werte. Das ist halt auch das Geheimrezept, sagen wir einfach mal, von unserem Kiwi. Gibt's einen direkten... Oh, das Lied muss ich aber weiter skippen. Sorry, Chat, für alle, die das Lied lieben, aber das ist ein Lied, das ist Musik. 187 Straßenbahn, wie komme ich auf das Feld? Gibt's da irgendwo eine direkte Zufahrt? Einmal im Norden, einmal im Süden. Das heißt, ich kann auch von der Hauptstraße drauf? Ja. Alles klar, dann fahre ich die Hauptstraße geradeaus. Das ist halt ein ziemlicher Buckel hoch. Wo ist hier die Feldeinfahrt? Gibt's nicht. Gibt's keine. Benutzt ja VCA, ja genau, das benutzt man. CD hast du dich nicht schlecht gemacht. Ja, Arne, aber boah, ich weiß nicht. Ist klar, ist alles viele Übungssache, aber nee, weiß ich nicht. Da reizt mich einfach nicht. Matze, ich hab mal eine Frage. Kann man bei Seasons 4 Grad Bodentemperatur sehen? Kann man, aber... Kommt halt auch an was natürlich, aber generell kannst du es versuchen. Aber es kann natürlich auch in die Hose gehen, ne? Es kann funktionieren, es kann aber auch in die Hose gehen. 50-50. COD mit Matze würde ich fühlen. Ja, sicher, Kiyoshi. Sicher. COD haben wir doch schon gespielt. Also jetzt nicht wir, aber hier schon mal. Er hat Kills gemacht. Ja, ja. COD mit Matze. Wir laufen in die und die Richtung. Scheiße, ich bin aber in die andere Richtung gelaufen. Und jetzt? Ja, das war immer so. Immer woanders lang. Shifter für das G29. Welches Getriebe würdest du mir empfehlen zum Fahren? Boah, da müsst ihr Jan fragen. Jan hat doch auch das G29, ne, mit Shifter. Genau, ich hab den Shifter. Relaxo und Twitch, danke für dein Follow. Wie war die Frage? Die Frage war, genau, welches Getriebe du am besten mit dem G29 Shifter einstellst. Also ich fahre mit VCA am liebsten das 6x4 Getriebe. Irgendwo müssen wir jetzt hier links, Chat. Mach schon mal Warnblinkanlage an, damit der da, hier müssen wir links. Und der, damit der Verkehr hinter uns Bescheid weiß. Allerdings, hier G7 White Eye stelle ich mir die Getriebe immer nach den Schleppern originalgetreu ein. So, Chat, wir machen. Ja, machen wir. Nicht ein Getriebe, mit dem ich immer durchgängig fahre. Ja, machen wir. Wir machen mal eben kurz ein Bildchen, Chat. Thies? Ja. Dann jetzt auf die 167 dann gleich, ne? Ja. Weil du keine Lust hast, Steigung zu fahren. Ich bin auf 191 schon. Schon da unten? Natürlich. Ich dachte, ein Lukas wollte hier weiterfahren. Der war essen. Das eine Bild war schon gut. Wir brauchen nicht noch 8000 Bilder machen, Chat. So. So, erstes Mal Bandschwader für mich. Das erste Mal Bandwurm für mich. So gesehen. Mein Beileid. So, ich komme gar nicht hinterher mit dem Lesen, Leute. Was ist denn los heute mit euch? Mike, schönen guten Abend. Tag und zurück, genau, an der Lütten. Jungs, ich mache mich auf dem Weg. Bis Johnny, bis gleich und fahr vorsichtig, mein Lieber, ne? Okay, die meisten sprechen einfach mit sich selber, das ist gut. Jan, ich glaube, das liegt an der Menge der Fill-Types, die hier auf dem Boden liegen. So ist er. Wo? Das mit dem Silo-Raus. Helfer. Primer! Wir machen ja nicht gerade wenig und das kann ja daran liegen, dass der Rechner, der ja die Fill-Types auf dem Boden berechnet, nicht mehr so richtig hinterherkommt. Lukas, achso, weswegen das so lange mit der Synchro dauert? Ach so, ja, das ist klar. Aber ich synchronisiere gerade manuell die Karte nach. Ich fliege hier gerade über die Karte. Arbeitsmodus wechselt. STGZ, was machen wir denn da? An die Ablage ändern. Ah, okay, so machen wir es auf jeden Fall, würde ich sagen. Genau, wir fahren erstmal links. Wir fahren erstmal komplett am Rand entlang, würde ich sagen. Chatty Betty. Das ist endlich mal was anderes, wisst ihr? Das ist endlich mal was anderes als sonst immer. Das wollten wir ja. Das kann ja nur schief gehen. Ja, ja, das sagt keiner, aber. So. Runter. Hast du die Lenkachse an, ja, ne? Ich? Oder mit wem redest du? Ja. Ich davon aus, ich habe nichts ausgeschaltet. Ich habe ihn ausgeschaltet, reingestellt, aber ich wahrscheinlich so wieder an. Er ist wieder an, siehst du ja.
Ja. Das wäre ein dicker Schwan werden. Da muss der Häcksler auch nicht kämpfen. Ach, Handgas auf volle Pullhund. Mal gucken, wie der das packt. Handgas zweimal rum und er gibt Kanone. Steff. Steff, hast du das eigentlich ausgedacht oder woher hast du das? Der Teil von Treckerfahrer dürfen das. Ich habe keine Ahnung, ich finde die Folge nicht mehr. Treckerfahrer dürfen das? Ja, Treckerfahrer dürfen das. Grüße Sascha, wieso bekomme ich jetzt diesen unverständlichen, fast unstillbaren Drang, dieses Game auch wieder rauszukramen? Das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Also es ist absolut einfach grottig, das Spiel. Und weiß ich nicht. Also ich verstehe nicht, warum du jetzt da auf die Idee kommst, das Spiel zu spielen. Kann ich dir nicht sagen. Arne. Go Big 777, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hört sich an wie so Casino-Dingens-Werbung. Go Big 777. Ja, wir schwaden erstmal hier nach innen. Und dann machen wir gleich auch kleinere. Mein Onkel hat zwei Häcksler. Alles klar. Was macht da Gas? Was ist das? Da müssen die Mods vielleicht gucken. Ja. Ich habe den Spruch von einem Kumpel, der das zu seiner Mutter gesagt hatte, als die auf der Autobahn raufgefahren ist. Was hat der gesagt? Bitte was? Jeder hat da schon seine eigene Erfahrung mit dem Spruch, glaube ich. Ich hab das wäre auf jeden Fall dick Schwaden. Hab kein WLAN. Moin moin, Grüße. Kein WLAN. Anscheinend doch. Wer wartet denn da hinten am Feldende? Ich sehe ihn doch. Ich sehe doch schon den Cheater. Nein, ich bin Runde mitfahren. Nö. Was denkst du tun? Nö. Achso, Lukas, was für Abfahrgespanne haben wir jetzt? Den HW80, den Mistanhänger, den habe ich gerade auch gewaschen. Gut, der hängt jetzt. Der kommt hinter einen Unimog, würde ich vorschlagen. Da hängt er auch gerade schon dran. Das ist super. Kiwi wollte ja die 2 HW80 ziehen. Zu kurz Arm, um mich mitzunehmen. Ja, sicher. Weil bei mir läuft gerade irgendwie gar nichts. Nee, Kiwi, das hatte ich auch, wenn du mal auf deine Karte guckst, okay, wie doll die synchronisiert ist. Du musst das auf die Problem, Synchro warten, Kiwi. Ja, ich synchronisiere gerade schon die Karte die ganze Zeit nach. Ja, wenn du fertig bist, Jan, übernimm mal bitte meinen Schlepper, dann kann ich das auch mal eben machen. Ja. Weil so, das bringt ja gar nichts. Johnny, moin, grüße Sie. Und Julivo, auch schönen guten Abend. Jungs, erinnert ihr mich daran, wenn wir 9 Uhr haben? Da müssen wir noch mal gucken, wie das mit diesem Verlosen geht. Du hast mich nur verwirrt, alles gut. Moin, Darklord, grüße Sie. Sitzt du jetzt hier bei oder? Moin, Tim. Ja. Meinst du jetzt 20 oder 21 Uhr jetzt? 20 Uhr. Gut. 20 Uhr Start, würde ich sagen. Alter. Ich bin einmal kurz auf Toilette. RIP. Ja. Aber nicht im Träger, ne? Wer hat diesen RIP-Sticker? Ludwig, mein Bester. Danke Nein. für 100 Bits. Danke, danke. Herzchen raus. Und du sagst, ich bin RIP. Ja, ja. Wir spielen ja hier nicht Phasmo heute. Und Lukas, mache ich das gut oder was sagen Sie? Lukas sagt wahrscheinlich gar nichts, weil er auf Toilette ist. Ja, der ist wahrscheinlich wieder abgehauen, weißt du? Was ist besser, PlayStation oder PC? Nee. Ich würde sagen, immer PC vorziehen vor PlayStation. Ich habe zwar auch eine PS4, aber die nutze ich eigentlich gar nicht. Bisher ist das Giveaway noch nicht open. Alter. Gibt's am Händler eine Tanke oder muss ich zum Hof tuckeln? Ludwig, vielen Dank für die Bombe. Nochmal vielen Dank für 100 Bits. Danke, danke. Was sagst du, Steff? Ja, zum Hof gibt es. Beim Hof gibt es eine Tanke, ja. Ja. Zieh mal dein Handgas weniger an. Das wird knapp. Wie viel Liter hast du noch?
Noch 30. Das reicht doch locker, Mensch. Ja, Mensch. Nee, der fährt ja immer unter Volllast. Alles, was geht, immer Vollgas. PC ist besser. Besser? Bechamelsoße. Ich sag nichts mehr. Jetzt war es so weit mit RIP. Was? Jetzt war es so weit mit RIP. Naja, warum? Ludwig, warum? Erörter es mir mal. Warum jetzt RIP? Oh ne. Lied weiter, Chat, oder? Chat? Ist nicht gut, ne? Ich glaube, wir machen gleich mal eine andere Playlist. Wir suchen gleich mal was. Aber wenn Sascha schon sagt, PC ist besser. Ja. Sascha ist ja so ein alter Verfechter, weißt du? So, wir machen jetzt erstmal hier das untere Stück fertig, Chat. Wenn es in Ordnung ist für euch, Chat. Moin, Heini, grüße Sie. Moin, moin, wo bekommt man die Map her? Oder ist die privat? Ausrufezeichen Map, mein Bester, mal in den Chat ballern. Ausrufezeichen Map in den Chat. Hat auch nichts zu tun, ne? Hm? Arne hat auch nichts zu tun. Kaum ist das ausgesprochen und Arne hat schon drin. Ne, ja, der muss mal hier schaffen kommen. Wir brauchen gleich noch einen Häckslerfahrer. Was ja, macht der Arne? Was macht der Lukas? Moin Herbie, grüße Sie. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich, dass meine auch noch am synchronisieren ist. Ich komme auch nicht über 40. Ey, müsst mal gucken. Also ich bin jetzt so quasi auf einem Punkt, wo ich relativ weit synchronisiert habe. Okay, nee, das dauert bei mir noch ewig. Also ich fahre einfach weiter. Mir ist das jetzt egal. Ja, ich meine, aber im Feld bist du sowieso nicht mit 40 unterwegs. Oh, nee, ja. Nee. Ich hab doch Zeit. Ich genieße es, mit der Oma so über die Straßen zu heizen. Wenn man und Zeit dann hat, mal, wenn es dann nicht so schnell ist, dann ist ja. Naja. Ja, siehst du mal, hab kein WLAN. Siehst du mal. So, Kiwi, ich würde übernehmen. Jo. Du willst übernehmen, wen? Kiwi 6M. Ah, Luke ist auch wieder zurück. Ist er ausgestiegen, endlich hier? Der sitzt immer noch hier. Ja, ich hab mich gerade nur in meine Flasche vertieft. Wolltest du nicht los, oder was? Das hört sich auch falsch an, Lukas. Ja, aber ich hab ja auch nur was getrunken. Nicht, was jetzt andere Menschen gedacht haben. Achso, ich dachte, du hättest... okay. Leon, grüße Sie, schönen guten Abend. Nur noch die Wettkanne dabei, ja? Nein, dann hätte mich... Dann hätte mich Matze schon längst aus dem Trecker rausgetreten. Ja, sicher, das. Aber du weißt, was eine Wettkanne ist, ne? Ja. Okay. Also ich glaube, dass ich es weiß. Ich bin auch gerade am Grübeln, aber ich glaube, ich weiß es auch. Das erklären wir euch mal offstream. Mach mal. Jan, ist er noch da? Das ist so ja. Wie. Wie drücke so, ich das wie jetzt? Was, Lukas? Also, nein, Lukas, hör auf. Kennt ihr diese Enten? Ist Juli. Aus dem Krankenhaus? Juli 926. Moin, moin. Nein, nicht sowas. Was muss lass mal einfach. Lukas, du kannst jetzt mal was Produktives machen, bitte. Hm? Hm? Was denn? Ja, was steht an? Kannst du schon mal die ganzen Gefährte schon mal fertig machen? Der 39 mit dem Tiespferd kommt aufs Silo. Ja, stimmt, genau. Ich kann die... Alles schon mal zum, zum Lade, also zum Dingens fertig machen, das... Ja. Nachher startklar sind. Johnny kommt ja auch gleich dazu. Nicht. Lukas? Ja? Der Toro kann am Lohner stehen bleiben. Den hole ich dann mit, wenn ich die Feller abliefer. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Oh, da fällt mir gerade ein. Ich stelle aber schon mal den Unimog auf die Silo-Fläche. Das ist aber auch keine kleine Wiese, ne? Muss ich sagen, oder? Die ist verwinkelt. Ja, ja. Also der Chat hat auch schon gesagt, das ist viel zu groß hier. Ah, so klein. Ach, was? Wir müssen damit ja auch noch ein bisschen die BGA befeuern.
Wo fahren wir denn überhaupt hin? Nachher alles. Hof. Alles am Hof erstmal. Und die zwei Freilandsilos da oder wohin? Ja. Ja. Also BGA noch nicht. Warum spielt ihr nicht mehr Gemeinderade? HVB, Gemeinderade ist für mich noch tot gespielt, aber vielleicht kommen wir irgendwann wieder dahin. Aber noch. Also und hier die Map, das ist halt einfach, für so ein großes Team ist es halt einfach besser, ne? Ich hab den Bug wieder. Ich kann meinen Traktor nicht befüllen. Der muss einmal aussteigen und R drücken. Ja. Bis es weg ist. Ah, danke. Okay, dann stelle ich die Kiwis gespannt auch schon mal hier hin. Und hauen jetzt. So. So. Wie komme ich jetzt am besten zu der Fläche da hinten hin? Geradeaus und dann hoch. Einmal auf der anderen Seite machen wir jetzt rüber. So, genau. Und dann wieder an. Warum ist das so ein komisches Bildformat? Ist das so gewollt? Ja, ja, Fanfahrer. Geht Steph, leider nicht anders, da ich mit meinem Rechner oder mit meinem Bild hier auf nennt man's? Irgendwie, ich spiele ja hier auf einem anderen Bildschirm größer, wisst ihr? Und deswegen geht's leider nur so. Sonst limitiere ich mir meinen Bildschirm und das ist halt ein bisschen blöd. Wann kommt das nächste Community-Event? Boah, Community-Event müssen wir mal schauen, wann wir das nächste wieder hinbekommen, Chat. Erstmal wird das noch ein bisschen dauern. Ja, Lukas, was? Die 196 muss auch noch gemacht werden, das ist eine kleine Wiese. Da kann dies eigentlich nicht mit dem Butterfly draufhauen. Da Party. Kannst du auch nicht mit meiner Kombi drauf, da müsste man in Frontmähwerk reinfahren und dann mit dem kleinsten Ladewagen da reinfahren, weil da kommt's mit dem Häcksler auch schwer rein. Ja, ich würde einfach stehen lassen. Oder ich würde so eine, das kleine Stück, das können wir ja für Grün, wenn wir Grünschnitt brauchen oder so, können wir das ja mal holen. Ich würde sagen Frischgas. Ja. Oh Gott, Alter, jetzt fahren wir. Ach du Scheiße. Was? Jeez, guck dir mal den Server an. Ich will's nicht sehen. Ja, so, das ist die. Das die erklärt. Boden aus, gibt es. Ja. Was hast du denn? Server. Oh, der. Das ist ziemlich über 50%. Ja, der ist gut dabei. 75. Jo, Ryan, vielleicht schön, dass du da bist. Vielleicht sollten wir mal anfangen und ein bisschen wegfahren. Ja. Also ja. Erwartet hat das glaube ich keiner so. Na gut, ist halt aber auch eine Vierfach, ne? Und wie viele Flächen haben wir jetzt gemäht? Warte, nicht viele. Eins. Ja. Zu Hause. Fast gar nichts. So, jetzt wieder nach rechts damit. Warum dreht der sich hier hinten weg, der? Der schiebt sich weg. Der Bandschwader. Hattet ihr das auch schon, das Problem? Dann fährst du zu doll irgendwo auf dem Knick oder so. Hä? Nee, steht. Ich glaube, der Schwader rutscht auch durch Rea. Ja. Das ist so wie bei dem Josken Modulo 2. Das ist halt imitiert, dass es festgefahren ist und obwohl es das gar nicht ist. Naja, okay. Naja. Danke. Hohe CPU-Auslastung ist nicht schlimm. Und RAM-Auslastung erst, wenn. Und was, Arne? Nein, Arne, also wenn du schon siehst, dass die CPU-Auslastung hochgeht, dann weißt du auch, dass der schon am Arbeiten ist. Ganz, also man merkt das schon, dass die am Arbeiten ist. Und man sieht das auch, das spiegelt das Verhalten hier wieder. Also natürlich ist es nicht so, aber es spiegelt das ja wieder, was wir hier im Spiel haben. Und von daher ist es schon irgendwo, was, wo man sich Gedanken drüber machen sollte. Das heißt, Kiwi willst du wieder übernehmen? Was sagen, soll ich wieder? Ja.
Ja, mach mal weiter. Also. Ja, wir müssen ja einfach was wegschaffen, oder? Genau, wir müssen einfach jetzt gleich mal die Hexekolonne starten. Und also soll ich jetzt das Feld am besten nicht mähen jetzt? Oder? Nee, genau. Lasst mal das Felder mähen, das stellt mal ein, okay. Und dann fangen jetzt wir mal an zu hexen. Jetzt habe ich hier noch ein spektakulär wieder um. Ich habe meine Spezialität wieder verbracht. Auf dieser Kante hier oben. Alter, ist hier steil. Also hier hätte ich auch Schiss im echten Leben mit einem vollen Ladewagen hier mit der Hangneigung zu fahren. Ja, hab kein WLAN, die Map, ja. absolut perfekt. Finden wir auch. Also die können wir auch eigentlich jedem nur ums Herz legen. Warum streamt ihr nicht am Wochenende? Ja, weil am Wochenende einfach Familienzeit ist, ne? Manchmal streamen wir am Wochenende, aber eigentlich ist da hauptsächlich, sagen wir mal, Freizeit angesagt, ne? Also Familie oder so, ne? Oder man zockt halt für sich oder, ne? Da hat man meistens halt einfach seine Ruhe. Aber trotzdem, Jan, irgendwas passt hier bei mir aber nicht. Nee, ich hatte dasselbe, Kibi. Ich hatte dasselbe. Ich hab das auch gerade mit dem Häcksler, das liegt aber bei mir an der, an dem ganzen gemähten Gras. Ja, das ist das. Wir müssen das einfach ein bisschen wegschaffen. Ja, dann fang doch hier an, wo ich jetzt am Dingens bin. Ist doch das Kürzeste, oder? Ja. Das war jetzt auch mein Gedanke, dass ich mit dem Häcksler zum Hof runterfahre. So, ich bin auch schon... Wenn wir das häckseln, warum wenden wir das dann jetzt? Dann brauchen wir doch gar nicht, oder? Ne, die Luzerne. Das sind ja Luzerne, die du machst. Das ist ja nochmal was anderes. Ewi, eigentlich musst du nicht wenden, aber jemand möchte gerne das gewendet haben. Ja, weil es ganz frisch und nass ist. Das ist ja gerade frisch gemäht. Edwards hat einen Aufbereiter dran. Ja, aber wir machen ja an sich Anwegsilage, oder nicht? Ja. Hast du rechts und links einen Platz? Was meinst du, Pieper? Warum, Pieper Matze, am besten das in der Mitte zusammen. Ja, das mache ich auch gleich. Lass ja die Meh-Kombi am besten noch am Hof stehen, oder? Ja. Und da fährt der Tees dann hier oben auf die Flash. Nee, mit dem wahrscheinlich nicht. Theoretisch, was er jetzt wird rechts rauswerfen müssen. Dann haben wir so riesen Brecher. Weil ich hab du da ja schon auch. Einmal. Ich mache jetzt nur noch mittig, dann haben wir nicht mehr so riesen, im Endeffekt haben wir das gleiche dann, aber dann, ist es einfacher zu fahren nachher. So, STGZ, so. Das ist besser. Die Map eben drunter geladen, die werde ich morgen mal anzocken. Ja, mach das auf jeden Fall, Raider, mach das. Kann nur empfehlen, auf jeden Fall. Also, wer geht jetzt alles häckseln? Ich bin Fahrer, also ich bin schon auf dem Weg. Okay, moin Zocker Stefan, Grüße. Ich bringe jetzt meine Schneidwerke zum Hof und werde mich dann auch mal zum Wagen begeben. Ludwig, vielen Dank nochmal für 100 Bits, mein Besser. Danke für den Support. Herzchen raus. Danke, mein Lieber. Jan hat kein Internet mehr. Ja, klar, Stefan, ich am Schwaden. Was soll ich sonst machen? Soll das heißen, ich kann nicht schwaden, oder wie? Jan? Hallo? Hört ihr mich wieder? Ja. Da musst du wieder den Stream ausmachen. Ja, irgendwas ist hier falsch eingestellt. Ich bin da noch nicht hintergekommen. Mein OBS spinnt heute aber auch. Der sagt, ja, wie gesagt, es gab ein Windows-Update, ne? Also ich musste auch ein bisschen was umstellen vorhin. Aber, Das hat Jan ja auch immer. Ja, nee, das ist... ich glaube, das liegt einfach an anderem. Ich glaube, das liegt, da muss ich mal bei uns auf dem Router aufgucken, weil es kann ja nicht sein, dass ich dann komplett abspiele. Weißt du, es geht ja komplett weg, das Internet. Danke, Stefan. Danke. Oder es gibt so zwei Geräte, die Netflix gucken. Wir haben eine 500.000er Tees. Alles klar, Timmy. Kommst du gleich dazu, oder was? Kommst du gleich helfen, Timmy?
Hast du nicht eine 400.000? 500. Dann kriegen wir doch nur 500.000. 500. So, Jungs. Ist auch ein TNG oder nicht? Was ist jetzt, also, wer geht jetzt mit Hexen oder mit in die Hexegruppe rein oder was? Ist ja jetzt erstmal keine weite Entfernung, ne? Wer geht auf Silo? Ich gehe auf Silo gleich. Also das heißt, ihr wollt jetzt mit einem Häcksler, ne, das Ganze machen, also mit einem Pickup. Ja. Jo. Eigentlich müssen wir zwei Abfahrer haben. Ja, eigentlich. Ich bin schon unterwegs zum Wagen holen. Ich bin noch ganz gespannt auf den Achtung, Ertrag, Synchro. Muss ich ehrlich gestehen. Kriegt die anderen würde den Mods ja genau. Kannst doch eigentlich am besten zwei Bandbreiten zu einem Schwatz zusammenführen. Nee, dann haben wir nachher so Riesenschwatz. Wisst ihr, was ich meine? Dann nee, das ist das, nee. Warum hast du nicht das Logitech G29? HVP, warum? Das läuft ja, das Lenkrad und warum soll ich mir ein neues kaufen, wenn das funktioniert, weißt du? Die Logitech sind ja langlebig ohne Ende. Genau. Alter. Kosten aber auch. Marc, vielen Dank für 100 Bits. Danke, danke. Und solange man, glaube ich, dieses Lenkrad, diesen Motor nicht mit Rennspielen oder so stark beansprucht, versteht ihr, was ich meine, hast du ja eigentlich kein Problem damit. Das ist ja auch ein Ding. Steffen Werder, Grüße, schönen guten Abend, das ist ja auch ein Ding. Ich spiele ja hier keine Rennsimulatoren, wo ich das Lenkrad die ganze Zeit rumreiße, wo der Motor immer voll beansprucht wird, ne? Also im Endeffekt spiele ich ja nur LS damit und hier ein bisschen Rumgelenke, ich glaube, das ist dann noch langlebiger. Als wenn du jetzt, klar, wenn du das jetzt immer im Sim-Racing oder so beanspruchen würdest, weißt du? Und ich. Das wird Urlaub ja für Kiwi, das Lenkrad. Bei Kiwi auch so sein, ne? Ja. Ich meine, ich habe es damals auch mal für Formel 1 benutzt, aber auch nicht lange. Und das war das G27 noch, aber Simulatoren wie LS oder ETS, das ist Urlaub für die Dinger halt, ne? Ja, was geht denn jetzt ab? Vorsicht, Schiff. Das habe ich ja allein schon gemerkt, wo ich hier Forza Horizon gezockt habe mit dem Lenkrad. Das gibt ja nur Gegenkante. Matze, es ist 7 nach 8. Was ist das? Ludwig, vielen Dank nochmal für 100 Bits. Was ist das? Sieht ja gut aus. Party! Party. Ja, das ist das Zeichen fürs Giveaway. Wovon kommt das? Wie lange geht das denn noch? Dass das Giveaway vorbei ist? Ja. Was ist das? Aber Lukas, ich meine das, was. Ich mach was mal eben Kiwi das Giveaway fertig, Chat. Was ist das? Oh. Hab ein 1 Abzeichen freigemacht, auch noch. Hä? Wie lange geht denn jetzt da hier der Quatsch? Ach, da jetzt ist vorbei. Was hast du gemacht? Leute, ich komme nicht klar. Ich mach mal eben Giveaway fertig. Wo mache ich das denn nochmal? Watch Party, Subscription, Prime, Kanal Raiden. Ach, ja, warte mal. Ich muss, glaube ich, auf Dingens, ne? Ne, auf dem Board muss ich. Auch auf dem Board muss ich. Augenblick, ja. Chat, ich bin doch nicht so mit Giveaways, das wisst ihr doch. Ich kenne mich da nicht so gut aus wie ihr, Chat. So, da, alle. Da, zack, zack, zapp, da, rap. Mir ein romantisches Essen mit dir, hatten wir eigentlich gedacht, gehen wir so als Giveaway raus. Ja, sicher, sicher. Genau. Das. Also ein romantisches Essen mit mir wird es als, Ramonti. Nee, mit Tim. Achso, ja, okay, mit Tim von mir. Achso, Giveaway. Aber Matze, wenn du dich auch dafür bereit erklären willst, alles gut. So, was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Ausrufezeichen DLC oder was? So, Keyboard. Oder einfach DLC, geht das auch? Ich werde was Ausrufezeichen davor haben.
Nee. Anti-Spam. Enablen wir mal. Josef? Hm. Warum klappst du denn immer? Also mehr als einmal kann man nicht. Das mache ich nur jetzt, weil ich noch mal 10 Minuten kurz weg bin. Ach so. Klappt der nicht immer komplett zu? Nee, ich will doch noch nicht. Ach so, läuft jetzt schon anscheinend. Tom, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Wie gesagt, ihr müsst Follower sein, es gibt das neue DLC zu gewinnen. Einmal DLC einfach in den Chat schreiben. Nur DLC, ohne Ausrufezeichen. Dann müsstet ihr eigentlich teilnehmen. Geht das? Ja. Du bist dabei. Und es geht nur einmal, wie gesagt. Einmal, öfters nicht. Ja, es funktioniert. Wie lange machen wir das? Können wir automatische Zeit ablaufen? Nee. Ja, wir rulen einfach aus um halb neun. Gern, falsche Seite. Du hast dann Überblasschutz. Ja, halbe Stunde würde ich machen. Ach, ja. Und ihr müsst auf jeden Fall online bleiben. Wenn ihr das einfach so eingibt, ohne online zu sein, werdet ihr wieder rausgeschmissen aus dem Pod. Ihr wisst, was ich meine. Ihr müsst auf jeden Fall da sein, oder da bleiben eher gesagt, sonst werdet ihr aus dem wie schnell willst du fahren? Lostopf wieder rausgezogen. Also Chat, wie gesagt, ihr müsst da bleiben bis halb neun, sonst wenn ihr jetzt weggeht und nicht da seid, dann werdet ihr wieder rausgeschmissen aus dem Lostopf, wisst ihr? 25 Minuten würde ich machen. Ja, genau. Also machen wir 20 Minuten, dann jetzt halb neun, dann rulen wir die erste Runde, ne? Es gibt ja mehrere Runden heute Abend. Hey, der Bot hat einfach schon was reingeschrieben. Ja, right, ah ja. Das war vorhin nur ein Test. Alles gut. So, ich würde sagen, DLC einfach in den Chat und dann seid ihr dabei. So, da löst ihr da. Kannst du mal gucken, ob du was reinschmeißen kannst? Servus. Hallo, das geht's gerade noch nicht. Wer soll wo was reinschmeißen? Sag mal, können Moderatoren nicht teilnehmen? Nein, tust du nicht. Oh. Mir ist es aber egal, ich weiß auch. Ich hab's ja schon. Jetzt. Ja, fahr mal langsamer. Ich muss jetzt erstmal hier einen Gang finden, wo ich fahren kann. So, wir machen weiter. Das Handy aufladen. Ich fahr gerade nur 8 km/h. 8. Ja. Yep. Schafft gerade nicht schneller. Die ist einfach zweimal besitzen. Jetzt 9. Eine ganz interessante Geschichte. Genau. Viel Glück natürlich an alle, ne? GG. Und das wird schon. So, haben wir den großen. Was wollte ich denn jetzt? Oder Jan, soll ich schneller ausprobieren? Alles gut. Ja. Ich schaffe gerade nicht mehr als 10 hier, also. Ich weiß grad nicht mehr, was ich sagen wollte. Gerne. Ich glaube, zur Not kannst du auf die Kupplung treten und dann einfach. Nee, ist RMT. Was? Hast du ein Gewicht hinten drauf? Nee, das muss ich mir nochmal drauflegen. Kannst auch das große Fendgewicht draufpacken. Alter, Jan, du bist gleich voll. Hä? Da gibt's 80%. Gewicht. Ja, wir haben doch extra die Platte. Ja, sind nur 1,5 Tonnen. Schönen guten Abend, Grüße. So, alles ich bin gut. Unterwegs. Ich muss mir vorne noch was in die Front packen. Jan, du bist zu schnell. Voll. Party, der Hexer hat nicht mehr geschafft. Schönen guten Abend, grüße dich. Wie wollten wir es jetzt machen? Wollen wir es aufteilen jetzt mit Hochmarschmann und Haupthoch? Mir geht's gut, Party-DJ. Faule Cut meine ich. Mir geht's gut. Bei dir bleibe ich immer bis der beste Streamer. Stefan. Danke, aber sowas ist echt schwer anzunehmen. Ist halt schwierig, weißt du? Ja, danke, mein Bester, trotzdem. Vielen, vielen, vielen Dank für das Lob. Oder für die netten Worte, mein Lieber. Danke. Da. Alter. Der zieht ordentlich. Wer ist denn am Silo? Ich. Dies hat sich bereit, der Korn. Wer ist der Auserwählte?
Genau, Oldtimer Kiyoshi ist ja auch noch Mod. Stimmt ja, der kann das genau. Oldtimer Kiyoshi kann das ja auch mal reinhauen in den Chat. Davon nichts mitbekommen, weil du dich gemutet hattest. Oder das gerade selber geschrieben hat, so. Ne, Kiyoshi hat da gerade was reingeschrieben. Im Chat. Sehr gut. Was soll ich reinhauen? Alles gut, alles gut. Das passt doch, das passt doch. So weiß immer jeder Bescheid, kannst du immer mal wieder reinhauen zwischendurch. Damit jeder die Chance hat, der jetzt vielleicht auch noch dazu kommt, teilzunehmen. Kann man auf der vielleicht PlayStation die Mods auch haben? Ne, leider nicht, HVB, leider nicht. Vielleicht schreibst du nur bei, dass es das Grimme DLC noch ist. Genau. Für den einen oder anderen. Wir hatten das jetzt. Genau, wir hatten jetzt vorhin mal geguckt, leider, gibt es es nicht für die Konsole, sondern nur für einen Rechner. Ob es jetzt Mac oder Windows ist, ist ja egal. Bambusleitung wieder mal. Nein, Steff, das erstmal synchronisieren heute. Das geht sogar bei mir schneller. Wobei, jetzt muss man auch gestehen, liegt es ja ein bisschen an der Karte. Ein kleines bisschen aber nur. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist das geil. Wie lange dauert das denn immer bei dem Kollegen? Also normalerweise, wenn weniger Leute da sind, geht schneller, Matze. Alter, jetzt komm ich noch. War jetzt schon wieder los. Marc, vielen Dank. Nochmal für 100 Bits, mein Bester. Danke, danke. Muss eben was gucken. Perfekt. Einfach perfekt. Leute haben wir momentan dabei beim Giveaway. Danke, danke, Marc. Steff, wo bist du gerade? Komm gerade diesen einen Schotterweg Richtung Hauptstraße gezunden. Ah. Donald. Ich musste erst noch den Anhänger holen. Ja. Okay. Aber es läuft jetzt schon besser, oder? Wieder. Ja. Ich fahre meine 45. Also ich bin schon. Wie ist die Auslastung momentan? Also sieht das gerade einer? Hat das in einem Auge? Hat einer aus dem Auge? Ja. Warte kurz eine Sekunde. Ja, da. Geht tatsächlich gerade runter. Ja, sehr gut. Ja, und wir machen erst das Silo an dem Kuhstall, so gesehen, ne? Okay, ja, warte einmal kurz, bitte. Silo am Kuhstall? Also Freiland-Silo oder was? Ja, das näher am Kuhstall dran ist. Ja, genau. Sag mal, ja. Luca. Was? Die Anhänger hätte es nicht umkonfigurieren müssen. Die Plane und das Gitter war drauf. Dabei hätte ich wirklich drauf gehäckselt. Die ganze Zeit nur das runtergeblasen. Und sonst habe ich eigentlich nichts geändert. Die Abkippseiten. Sonst waren da überall. War egal. Das habe ich eigentlich nicht geändert. Ich habe nur die Plane geändert. Dann ist das so jetzt. Brauchen wir eigentlich auch nur als Linkskipper. Ich komme von unten dann rangefahren, ne? Ja. Gehen wir ein bisschen Matze jagen mit Max noch. Ja, sicher, mach mal. Ich glaube, ihr braucht noch ein bisschen. Bis ihr, glaube ich, an mich rankommt. Ich komme jetzt mit knappen 45. 45 Kubik? Bauer Henning, danke fürs Follow. Herzlich willkommen. Ja, aber Jan hatte ja ungefähr die Hälfte von dir, also wirst du da vielleicht bis Feldende schaffen. Aber hier ist es echt mal gerechtfertigt, große Kipper zum Abfahren zu nutzen, selbst beim Krasshäckseln. Was hat der Jan denn? Der hat doch nur einen. Er hat ein HW 80 mit, ich glaube, 22 Kubik. Mhm. Ja, genau, circa die Hälfte.
Genau, genau in diese Kombi fahre ich auf der Unterkriegsbach mein Gras ein. Deine 8 Millionen Tonnen. Ey. Irgendwie zieht der Holländer doch das Gras an. Ja, Mike, was willst du machen? Komplex, Lorenz, vielen Dank fürs Followen. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Nachdem ich eben total aus dem Spiel geschmissen wurde. Was willst du machen? Machst du nichts. Lorenz, servus. Ich glaube, wenn die Wiese hier runter ist, haben wir schon mal ein bisschen was, glaube ich, drin. Habe ich auch das kleine Gefühl. Ach, zur Not machen wir irgendwie nochmal noch ein bisschen BGA-Power. Ach, Steff, dein Kumpel ist bei uns auf dem Discord. Der Tommy? Mhm. Yep. Ja, Tatsache. Versucht ihr mich hier schon auszuspionieren oder wie? Ja. Ist Kiwi noch da? Kiwi, nur so aus Neugier, läuft das bei dir jetzt auch irgendwie ein bisschen besser? Das sehe ich jetzt, wenn ich auf die Straße fahre. Ach, das ist nicht über VCA, die DIF, ne? Nee, die ist über Enthellenswiegel mittlerweile. Weil wir darüber nicht mehr den Bug haben. Dürfte einfach auf der Geraden nicht die Diff-Sperren anmachen. Das ist mein Lieblingstrecker. Der 7R ist schon nicht verkehrt hier, aber so direkt Lieblingsschlepper hätte ich jetzt eigentlich nicht. Nicht auf der Geraden die Diff-Sperren? Mhm. Ja, dann bringen Differentialsperren nichts, weil die soll eigentlich gerade. Nicht auf der Straße. Nee, das geht nicht immer gerade, wenn du irgendwo auf den Berg fährst. Denn. Ja, aber dann machst du eher Allrad an als Differential. Wieso, wenn... Ja... Weil bei Differential machst du dir schon ein bisschen den Trecker kaputt, wenn du damit Straße fährst. Und ja, natürlich. Schnell. Ja. Ja, das stimmt. Also nee, das aber du bist ja in der Gegend rumgeflogen, wenn du zum Beispiel auf dem Mais-Silo gefahren bist. Das ist ja genau so. Ja, wenn ihr runter auf den Boden gekommen seid. Nee, ich hatte es mit dem IAC, da habe ich Mist geschoben, da bin ich den Berg hochgefahren und der ist mir einfach geradeaus weiter geschossen. Ja, aber das... Ist gespannt, kann ich sehen. Genau, 8400R, der ist auch nicht verkehrt. Wo kann man das Jontier-Pack nochmal herunterladen? Das Jontier-Pack bekommst du bei, Mods. Genau. Mit 10 km/h will ich eigentlich schaffen, aber ich muss gleich gucken, wie schnell der schafft. Denn du musst dir einen Tracker nehmen und schönen dann... Schönen guten Abend, Sonic. Fortschritt, ja, auf jeden Fall, Mike. Zum Lohner einmal fahren, da einen Häckselwagen holen. Okay. Ja, ich schaff. Am besten klein DLC reinschreiben, nicht groß. Ich weiß nicht, ob der das trotzdem nimmt. Keine Ahnung, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Jan? Steff? Jungs? Das geht so nicht. Steff, der nimmt irgendwie bei dir nichts. Hast du Netze mit drauf? Nee, ich bin ohne Netze. Aufklappen? Mit N? Ja. Abdeckung? Doch. Oh. Jetzt. Okay, hätten wir das geklärt. Der Wender war aber von uns, ne? Ja, aber der steht beim Lohnerhof. Der muss wieder zum Lohner. Allrad, moin moin, mein Junge. Moin moin da draußen, wie geht's euch? Ja, ich schaff 9 km/h, Steff. Ja, ich muss nur ein bisschen hochtourig fahren. Ibi, den kannst du aber auch zum Hof bringen. Wir müssen eh nochmal die 167 nochmal wenden, denn... Steff, du bist zu schnell. Ja, ich... Das mit den... Alter, sind das Glotze. Wenn ich hier fertig bin, soll ich dann auch erstmal der Hexekette anschließen, oder was? Da muss noch was gewendet werden. Gewendet. Wenden. Eigentlich nicht, oder? Sollen wir nicht erstmal dann alles wegholen, was schon geschwartet ist? Oder ja. 91 muss ja noch geschwartet werden.
Weil solange wir so viele sind, weißt du, wäre es, glaube ich, sinniger, wenn wir die langen Strecken dann erstmal wegholen. Ja. Dann wechseln wir erstmal auf die langen Strecken, Lukas, gleich. Ja, ich guck, dass ich hier jetzt einmal sozusagen eine Rundtour rumschaffe und dann... Weil ich sag mal, wir sind... Wie viele Zuschauer sind wir? Die können ja dann alle, ne, mithelfen. Jeder eine Schubkarre und ab geht's. Genau. Oder jeder ein Eimer, weißt du, und der Eimer wird immer weitergereicht bis zum Silo. Einer steht am Feld, macht immer einen Eimer voll, ne? Mit der Hand und dann ab dafür. Aber dann müssen wir so 50 Eimer schon haben. Ja, sicher. Ja, jetzt schaffe ich gerade nur noch 8 km/h. Ne, wir haben immer nur einen Eimer, weißt du? Ein Eimer hin, ein Eimer zurück. Also zwei. Der Hexler hat ab und zu hier echt zu kämpfen. Und ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich, weil die Schwaden zu stark sind, zu dick. Ja, ja. Zu die buschig. Sind ja jetzt ziemlich. Steff, ich fahre jetzt 15, 14 km/h. Was hast du jetzt? Vorsicht. Ey! Achtung, Steff! Schönen guten Abend. Warte kurz. Stopp! Warte. Hallo. Moin. Müssen wir jetzt gleich erstmal was zu trinken holen? Das ist extra. Nein, niemals, werde ich nie machen. Pascal, mein Bester, grüße Sie. War das jetzt der stille Schrei, Schatz, bring mir was zu trinken? Nein, nein, niemals, würde ich nicht machen. Nein. Matze, ich bin selber verheiratet, ich weiß, wie die Ausdrücke sind. Okay, jetzt gucke ich mal wieder, dass ich 10 km/h auf den Tacho bekomme. Alles klar, Aua. Woher habt ihr alle das Aua? Was, kennst du das nicht? Nee. Weiß ich nicht. Das triggert ein bisschen. Oh Mann, ja, definitiv. Ja, Marc. Was, genau, Marc. Genau das, genau das halten wir davon. 97. Marc, danke, danke. Voll. Matze? Warte, Moin. Lukas, ja, nicht. Ja, Kilian. Jetzt ist klar. Jetzt fangen sie alle an. Ja, gib Gas. Was ist los, Kiwi? Ich gebe alles, was der Hexler hat. Musst du mal auf Facebook Wilke und Wilke und wer ist nochmal Wilke? Udo. Und Udo und Wilke angucken. Okay, auf Facebook. Ja, oder auf YouTube. Ja. Jan, das wird kuschelig. Wer hat denn hier so dicht an Knick rangeschwadet? Ach so, okay. Frag den, der geschwadet hat. Wo ist denn hier die Schwad auch hin auf einmal? Oh, da hat mal wieder hier ein Vollexperte am Werk. Will da gerade einer, will da einer Stress? Ja. Kann nicht aber mit dem Bandschwader umgehen. Sogar ein HSK-Kennzeichen, ich glaube nicht. Achso, ja, ich dachte, du fährst. Ja. War noch ganz hinten. Hallo Zuschauer, Jan, jetzt noch schnell was essen. Wenn du gleich entgegenkommst, hältst du mal kurz an. Ach, guck mal, der Johnny ist wieder da. Johnny Pony. Ich glaube, wir machen mal eine Reaction. Wie eine Reaction? Worauf, Simon? Leute, meinst du, bei mir wäre eine Reaction interessant? Alter, hier hinten ist ja der Trag richtig gut. Moin, der Gelos. Habt ihr einen eigenen Häcksler? Ja, sicher. Überleg mal, was wir für eine Hofgröße haben. Papi ist gleich da, dann gibt's wieder Ordnung. Ja, dann gibt's dir genau. Papi ist gleich da. Bitte nicht. Dann gibt's nur wieder Haue. Gib Gas. Marc, ja, kann ich machen. Warte mal, ich kann hier, glaube ich, was lauter machen. Ich guck mal. Ey, dreh rum. Dreh rum. Matze, hast du einen Blick auf die Uhr? Ja, immer. Welche Uhr? Was? Warum? Was eine Uhr? Ja, weil es nicht halb ist. Musik ist gut. Jan, ich glaube, das lohnt sich schon fast, einen zweiten Hover 80 hinter deinen Hinter zu hängen. Ja, ich muss mal schauen. Also, wenn. Wie das gleich ausschaut. Ach, bei 2500 Bits? Passiert irgendwas. Unlock Custom Sticker Slot Progress. Ach so. Wir hatten jetzt 700 Bits. Das war wahrscheinlich vorhin. Das war das wahrscheinlich vorhin, Chat. Ich mach mal ein bisschen lauter. Mal gucken. Und die Stickness. Keine Ahnung, was das ist. Aber okay.
Dann war das das vorhin. Wahrscheinlich, denke ich mal. Die Party, die wir vorhin hatten, wisst ihr? Chat? Jan, wie voll? Voll. Einer guckt drauf, einfach sagen voll. Wir haben ja, ich wollte dir gerade Bescheid sagen, da ja. Ich sag nichts dazu. Weißt du? Geh weg mit der Hupe. Weißt du, das ist wieder hier, ne? Die Jungs, die kaufen einfach die polnische Technik hier ein. Ne? Der Schwade, der macht, was er will. Was für polnische Technik? Ja, ich weiß auch nicht. Och, knock, knock. Der war leise, oder? Chat? Vielen Dank. Thies. Jetzt fängt Thies auch noch an mit dem Quatsch. Aber der war doch nicht laut. War der laut? Langweilig. Ist der 7? Ja, der ist stufenlos. Ja, der hat, Das ist laut. Ja, das ist laut. Hype. Danke. Chat raus. Vielen Dank für den Support. Vielen Dank. Danke. Jetzt nicht zu viele Sticker, sonst sehen wir nichts mehr. Ist gut jetzt. Achso, danke, Kiwi. Danke. Ich habe gerade was zu trinken gebracht bekommen. Chat übrigens. Guck mal. Ne? Von meiner Frau. Vielen Dank. Touchdown oder was gibt's zu trinken? Ja, irgendwie ist heute anscheinend Wochenende. Oder? Weiter zu mir gestellt. Vielen Dank. Moinsen, Pix bei Agra. Ja, so ist gut. Wie spät haben wir das denn? Oh, wir machen jetzt gleich die Rollout, also die Auslosung. Schon mal vom ersten Giveaway. Ich fahr mal weg, Matze. Happy New Year, ja, klasse. Das ist ein bisschen spät, mein Bester. Danke. Jetzt fangen sie alle an. Marc, nochmal vielen Dank. Nee, ich schwade erstmal hier zu Ende, Chat. Ganz entspannt bleiben. Jetzt überfordert mich hier schon wieder alles gerade. Ganz ruhig hier. Jetzt kommt der okay, hier noch mit dem Häcksler an, weißt du? Also, jetzt gehen wir nicht auf den Senkel, ich hab dir sogar Platz gemacht. Ja. Ist da hinten, ist hier... Nee, ich hab doch jetzt nur hier... Aber da vorne war fertig, ne? Genau. Du kannst mir gerne mal einen abgeben, Matze. Okay, ich muss doch langsamer fahren, Thies. Was willst du haben, Ludwig? Ja. Wo fahr ich denn am besten aufs Feld, ja? Matze, hier hinten links, vor der 2 links rein. Ja, hinter den Häusern. Hinter den Häusern hier. Ja, genau. Steff mittig. Oh, und dann zieht er mit dem Schwader um die Kurve rum. Der ist sowieso kaputt. Der ist sowieso kaputt, der Schwader. Den kannst du nichts mehr retten. Weiter hoch, weiter hoch. Ja. Und langsamer. Ja. So, dann fahren wir mal nach unten. Da haben wir nämlich auch ein bisschen was zu tun, ein bisschen was zu schwaden. Achso, ich kann aber die annehmen. Da hoch kannst du auch noch einmal fahren. Da liegt auch noch ein Häufchen. Da oben. Oh. Was du noch zusammen schwaden musst. Pazzi, schönen guten Abend. Hey, Pazzi, wie schaut's eigentlich mit dir aus? Guten Abend. Ja, so ein Getränk. Achso, ja. Ich trinke mal kurz was, sonst ist das wäre unhöflich. Die Hupe ist geil. Wer hat die Hupe? Der Unimog. Die der gute La Cucaracha. So. Am besten wäre es aber in Moll. Kurz was gucken, Chat. Bin sofort wieder bei euch. Diese Hupe gehört auf den Schrott. So, das heißt, wir machen mal kurz, wollen wir mal eben kurz das Dingens machen, oder was? So, jetzt also müsste lauter sein. Was war jetzt los? War jetzt gerade schon wieder was, oder was? Ich hab's nicht mitbekommen. Boah, ich hör dir von hier sogar. Danke, Marc. Danke, nochmal Herzen raus. So, jetzt müsste es aber passen. So, wir machen mal eben kurz das Rollout für das erste Giveaway jetzt. La Cucaracha auf einer Tuba, genau. Schönen guten Abend, Nico. Grüß dich. Ich war vor ein paar Tagen erst im Discord. Bin in den nächsten Tagen bestimmt nochmal da. Alles klar, ganz schön frech, der kleine Lukas. Der kann sich schon mal einen Nackenschutz anziehen. Na, Papa kommt gleich. So, wir losen mal kurz eben das erste Giveaway aus, würde ich sagen. Vorher nehme ich aber nochmal einen Schluck, Chat. Augenblick. Kiwi? Du bist falsch gefahren. Ja, ich merke es gerade. Was gibt es zu gewinnen? Irgendwas passt ja bei mir nicht. Oldtimer Kiyoshi, möchtest du nochmal kurz reinballern, was es zu gewinnen gibt? Komm nicht weg. Kiwi ist bei mir genauso. Das liegt nicht an dir, das liegt am Server. Ja, ich bin noch nicht fertig, ja, Florian. Ich mach hier hinten nur noch ein Stück. Guck mal. Komm, Jan.
Du als Unimog-Fahrer überhol. Na, überhole ich dich ständig, Steff. Das ist doch egal, ey. Wir jetzt... Reihenfolge haben wir hier nicht. Na gut, dann lege ich den fünften Gang ein. Ja, komm. Nein, du sollst auch noch realistisch fahren. Hä, ich fahre mit 25 gerade. Ich fahre hier mit 14, 15, ich... Jetzt muss ich runterschalten. So, wir rulen mal eben aus, Den ersten Gewinner vom ersten Giveaway. Wir haben 20 Teilnehmer tatsächlich nur. Okay, wir rulen mal kurz, Augenblick. Und zwar in 3, 2, 1 und er muss dann innerhalb von 2 Minuten in den Chat schreiben und mich dann auch anwispern, das ist wichtig. So. Ja, Sascha hat's gewonnen. Feuerwehrmann 84. Sascha, du Glückspilz. Ja, herzlichen Glückwunsch, Sascha. Wir machen um 9 Uhr machen wir das nächste Giveaway-Chat. Um 9 Uhr gibt's das nächste, das gleiche. Ja, Sascha, gut, du brauchst mich jetzt nicht anwispern, alles gut. Das können wir dann später klären. Ja, Sascha, herzlichen Glückwunsch. GG. Raffi Wolf, servus, grüße Sie. Schönen guten Abend. Ja, Ahne. Schiebung, einfach Schiebung, ja, ja. Kurios. Ahne, du musst einfach lernen, DLCs zu schreiben, dann geht das auch. Aber ihr seht's ja da, der Chat hat, der Bot hat entschieden. Was soll ich machen? Jan, soll ich ansonsten auf 15 km/h hochbeschleunigen? Was soll ich machen? Kann ich nichts machen. Mal wieso mal das? Gucken, Chat. Gleich wieder da. Keine Ahnung, dass wir vielleicht mehr wegschaffen? Nee. Nimm die nächste Bahn. Oder die übernächste. Ich kann hier nicht rumdrehen. Du suchst hier jetzt eine aus und ich orientiere mich dann an dich. Komm, hier, bei Fuß. Bei Fuß, Matze steht im Weg. So, wir müssen jetzt auf die linke Seite. Wir nehmen jetzt die Bahn hier. Müssen wir jetzt nochmal DLC reinschreiben oder eher... Um 21 Uhr. Um 21 Uhr ist das nächste, bis 21.30 Uhr und dann von 22 Uhr bis 22.30 Uhr oder bis wir Feierabend machen, so gesehen. Vielleicht mal auch früher Feierabend. Mal gucken. Also, zwei Flächen möchte ich schon gerne fertig haben. Matze, hier hinten ist schon wieder ein Fleck, den du nicht mitgenommen hast. Ja, den kannst du denn so machen. Ich hab keinen Bock mehr. Schönen guten Abend. Luca, mein Bester. Grüße. Oh, Jan, fahr bitte nächstes Mal andersrum auf Sido. Okay. Da fehlt ein bisschen was. Aber du kannst ja nur nach links skippen, ne? Ich kann nur nach links skippen. Ja. Aber ich bin jetzt gleich raus, das bringt so gar nichts. Oh. So schlimm bei dir? Ja, es geht gar nicht. Ich komm hier mit 7 km/h übers Feld, ohne dass er hier irgendwo zieht. Ich kann schalten, wie ich will, Allrad rein, Diff sperren, alles ohne. Okay, komisch. Hat denn sonst wer so Probleme? Also ich habe auch die Probleme, die Kipi meint. Aber ich habe sie nicht so extrem. Okay. Ja. Ich auch nicht. Also ich merke, dass eine Verzögerung da ist, weil wo mir RMT sagt, dass ich irgendwie 40 maximal fahren darf, links rum, Lukas. Wie voll bist du denn? 90. Oh, wie liegt das gleich am Schlepper? Ja, es liegt nämlich auch mit am Schlepper, glaube ich, da muss ich dies recht gehen. Und versuchen wir 820, ne, 820 ist auch unterwegs. Johnny ist auch richtig. Voll. Ja, aber da hat er ja auch gehabt mit dem kleinen Wender. Ja. Der Wender sollte mit 175 PS eigentlich gut durchziehen können. Ja, ist halt Bär halt, ne? Also Dingens, Johnny fragt Johnny. Kiwi, du kannst doch nicht gehen. Also um genau zu sein, hat Johnny nur geschrieben, nein! Kiwi. Ja, du kannst das doch da rausnehmen. Ich hab deinen Chat offen, ne? Der Kollege. Ja, aber das bringt ja so nicht. Ja. Aber eine Tour fährst du noch. Jetzt bin ich endlich mal bei dir, jetzt fahre ich die Tour auch. jetzt dreht er wieder um, Lukas, das ist kein Bock mehr. Genau, am Hexer, nö. Okay, ich beschleunige jetzt auf 15 km/h hoch, wenn das geht. Ja genau, Nightbot bestochen. Jetzt
Jetzt quälst du Oma aber richtig. Jetzt darf der Häcksler auch leisten. Jetzt. Super, lässt die Hälfte liegen, Junge. Nein. Ja. Nur danke. Kein Tractor Modding, mein Bester. Grüße Sie. Ich dachte, der Häcksler kann enger drehen. Schneller, komm. Lukas, wenn du mir jetzt nochmal sagst, wo du fahren willst, ne? Links, rechts. Kiwi, da musst du dich dran gewöhnen. Wenn Lukas Häcksler Fahrer ist, das ist ein Graus. Also da weißt du, da musst du beten, dass du die richtige Richtung erwischt. Ja, also ich sage kurz vor Ende an, wie rum ich drehe, okay? Ja, gut, aber du bist gerade in meine Richtung gefahren. Hier liegen drei dicke Schwaden vor mir. Du drehst rum und fährst hinten weiter. Ich verstehe den Sinn gerade nicht. Nee, Kiwi, bei Lukas, wenn der Häcksler Fahrer ist, da braucht man keinen Sinn. Das ist da musst du dein Gehirn am Hof lassen, am besten. Das würde ich auch sagen. Das würde ich auch sagen, Red Eye. Wie geht's dir, Contractor Modding? Mir geht's gut. Mir geht's allerbest. Ihr weißt doch, ihr wisst doch, wie es geht. Ihr wisst, wie es mir geht. Was brauchst du, einen Beifahrer? Bitte? Ja, komm ran. Komm ran, Kiwi. Komm, dann können wir uns ein bisschen unterhalten. Ist so langweilig. Ich fahre hier meine Strecken, weißt du, und keiner ist da. Oder denn? Oh. Niemand. Ich weiß, keine Ahnung. Wo stehen wir eigentlich mit den Zuschauerzahlen momentan? 106. Kommst du ran? Oh. Ja, ich bin am Wippen. Ich hab das Gaspedal unten schon angespackst. Versuch mal ab hier abzukippen, hier, wo ich stehe. Ab den Reifenhaufen hier. Weil ich will dann zum Jungviehstall. Mini Sergeant Snowman, grüße Sie auch. Ja, du musst aber deinen Schlepper da wegfahren. Weil hier muss ich kippen. Vorsicht, Steff, ich dreh gleich links rum. So, ich wäre bei 90. Ja, Lukas, du kommst hier rüber, ja? Sniper Troll, ja. Servus und hallo Lukas. Schönen guten Abend, Lukas. Ich muss ausmachen, okay, alles klar. Steff, du kannst fahren. KVB, ja, schlaf gut und schön, dass du da warst. Wie heißt das Lied? Das Lied, das steht hier unten neben mir, da. Ne, da. 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 Vorsicht, Kiwi. Ich komme auf deine innere Seite reingefahren. Nicht, dass du dich wunderst. Und zack. Okay. Oh, ich habe wieder vergessen, immer auf Instagram anzugeben. Was? Gaming 1990, moin. Wie schnell. Okay. Naja. Ich kann nicht drehen. War das nicht mal, dass man irgendwas koppeln konnte? Discord mit Instagram oder Instagram mit irgendwas? Nee, wir können deinem Bot das einrichten, dass das auf Instagram gleich teilt. Ja, dann lass uns das mal machen. So passt. Also ich meine, das geht. Also mit Twitter geht's, weiß ich. Ja, dann können wir auch mal eine Twitter-Seite machen. 10 km/h, wenn du nicht schneller schaffst. Hallo? Doch, ich schaff schneller. Wie rum du drehen willst. Achso, rechts rum. Ja klar, Contractor, muss ich morgen wieder arbeiten. Hallo? Also, ich würde gerne Vollzeit-Streamer machen, ne? Kappa. Aber, nee, ich muss schon noch arbeiten. Matze, der Influencer. Ja, sicher. Sicher, ich und Influencer. Matze macht morgens dann immer ASMR-Videos. Was geht jetzt? Top, ey, wir haben einen ganz neuen Sub hier in der Runde. Oha. Seit langem mal wieder. Tom, mein Bester, vielen Dank für deinen neuen... Und das nicht mit Prime oder so. Tom, danke an dich. Und baller mal in den Chat, seit wann... Gib Stoff, Häcksler. Kennst du Nine Gaming und woher, mein Bester? Danke. Herzchen gehen raus an dich. Falsche Herzchen von mir. Wie hast du das Hut kleiner bekommen? Einfach in den Einstellungen. Da kannst du ja diese... Overlay, Dingsabums oder wie heißt das nochmal? Skalierung. Genau. Ja, Hat-Skalierung, genau. Oh, man hat einen Wendekreis wie ein Schlachtschiff so langsam, ey. Scheiße. Sitzt jetzt hier. Wie kommst du bis hier unten? Ach, das. Ja, ich denke, Leute. Was machst du, Matze? Wolltest du nicht Beifahrer hier machen? Ja, ich bin gerade nochmal beim Häcksler. Ja, dann fahr Häcksler. Und Kiwi fordert mich ganz gut. Fahr grad nebenher. Ludwig, mitmachen. Mitmachen geht leider momentan nicht, da wir momentan erstmal Aufnahmestopp haben für alles Mögliche an Mitspielern oder sonst was. Da wir erstmal gucken müssen, dass wir uns so weit verstehen beim Zocken. Irgendwie kommt nichts rein. Jetzt wieder. Ja, ich musste gerade ein bisschen auf die Tube drücken. Nein, Häcksler.
Es ist einfach raus. Also auf 11 komme ich gerade hier bergab. Okay. 11 rechts von mir. Ich schaff gerade auch nur 11 bis 12 km/h. Vorne reinfällt. Okay, okay, kein Problem. Ja, ne? Ludwig, wie gesagt, das ist nicht böse gemeint oder so. Außen oder Innenwand? Oder Mittelwand? Innen. Leichter. Innen. Passt. Dann wieder runter. Und ich sag dir, wann du abkippen kannst. Okay, jo, ich geh auch runter. Dann... am Hof. Oh. Nee, es ist nicht immer leicht, genau, so wie Johnny schreibt. Es ist nicht immer leicht. 1 km/h muss ich fahren, sonst Vorsichtig, ich dreh gleich links rum. Weiter rauf, weiter rauf, weiter rauf, weiter rauf, weiter rauf. So, ich glaube, ich bin fertig mit Schwaden hier. Dann würde ich mich auch erstmal, glaube ich, der Hexekolonne anschließen, ne? Dann sollten wir überlegen, ob wir mit der Hexekolonne nicht ein bisschen auf dem Feld verlegen, was ein bisschen weiter weg ist. Ja. Kann Mr. Whitey, Mono. Gerne machen, wenn Kiwi voll ist. Jo. Dann solltest du auch mal Kiwi reinschmeißen. Warte, ich auch eigentlich. Ui. Ui. Oh, da, weißt du, können wir gleich wieder einen neuen Hexer kaufen, wenn du das weiter so fährst. Ich hab nichts gesehen. Das tut mir richtig leid, aber es hat gerade wirklich kurz gelegt. Ja, okay. Tim, bleib mal ein bisschen fern davon. Warte, jetzt müsste es, glaube ich. Ja. Kiwi, ach du Scheiße, check doch mal jemand besser. Dann erstmal gute Besserung an dich da draußen. Wie schnell schaffst du? Moin, Servus, Asuna FN, grüße dich. Jo, ich komm's runter. Das kann auch 6. nur mir passieren. Tja, was willst du machen? 95%. Tschüss. Ja. Später darf ich auch nicht abkippen, weil man sieht schon, das wird knapp hier zur Kante hin dann. Später. Ja, aber gut so. 94, Jan kommt so ran. Nee. Lukas bleibt stehen und wir verschieben die Hexekette. Und zwar fahren wir jetzt entweder, Lukas kann sie aussuchen, 195 oder die 191, 192. 192, 191 sind noch nicht geschwadet. Ist die 195 geschwadet? Ja. Ja. Dann fahren wir dahin. Oder, ja, fahren wir dahin. Okay, dann fahre ich hoch. Asuna, alles bestens. Wie geht's dir? Was haben wir noch am Hof an Schlepper stehen? JC. JCB. Und bestimmt noch der Case. Und der Große, Alter. Steht der nicht auch. Was geht denn da? Was ist das denn? Ja, der große Case, der müsste noch rumstehen. Was war das, Timmy? Also, ich weiß jetzt, was Johnny für ein Problem hatte. Warum? Mein Schlepper hat auf einmal gar nichts mehr reagiert. Und ist einfach weitergefahren. Brauchst du Hilfe, Kiwi? Ja, hier geht gar nichts. Kumpel ab. Warte, ne? Kumpel abnimmt. Dass ja keiner bei dir ist. Warte, jetzt kommt was. Was sagst du? Ja? Mach dich ja beschwert, dass keiner bei dir ist. Ja, genau. Ach, kann ich klagen, ja, sehr gut. Also, na. Was? Sag mal, ist sobald ich schalten muss oder irgendwas, geht nichts mehr. Dann nimm du den hier, dann nimm ich den. Also die Map ist bei uns auf jeden Fall stabil, also bei mir auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob die bei den anderen stabil ist, aber eigentlich kann ich mich nicht beklagen. Aber guck mal, Jan. Da kommt der nächste. Ja, Kiwi, es spielt gerade viel rein. Ja, das hier in diesem Fall liegt gerade an den... Stroh. Gras. Achso. Oh, und dann kommt noch Rea mit dazu, der das noch schlimmer macht. Moin, Maxi, mein Bester. Und vielen Dank, vielen Dank für dein Follow, mein Bester. Grüß dich. Wird Zeit, dass es die nötige Gegend wieder gibt. Nötige Gegend? Ja, das waren Zeiten, mein Besser. Sich mit dem Häcksler. Wie ist, ich komme noch. Ich weiß. Gut. So, wir fahren zum Hof. Ich glaube, ansonsten Boah. Kann einer mit dem Ladewagen so alleine los. Merkst du's? Hast du deinen Schwader wandert? Ja, ich weiß, der hat irgendwie Probleme. 60er Schlupf. Am Donnerstag wird ein MRT gemacht. Ah, okay. Ey, Nils, Cookie! Geile Wiesen. Ja, sicher. Gucki, kennst du die Map hier? Mein Schwader? Ja. Mom. Die Map habe ich damals durch euch entdeckt. Das waren geile Zeiten. Ja, was war das? 2:15, ne? Ja. Was geht denn da? Was machst du? Was macht der hier? Ich helfe den beiden Chaoten da hinten. Gucki, was geht so? Mire TV. Danke fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. So, das war hier rechts, ne? Ja. Ja, oder soll ich erstmal jetzt den Bandschrader zurückbringen oder soll der jetzt auf dem Hof abgestellt werden? Hof. Erstmal auf Hof. Na, ich lasse erstmal hier. Wer kommt denn da mit dem
Schwader. Ich. Wer ist ich? Der Junge. Den kenne ich ja gar nicht. Das nice. Ist so ein Mysterium. Ja, natürlich schon wieder. Ach, Cookie. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Hast du noch Urlaub? Berghoch hat ja nur ein bisschen viel Schlupf. Ich dachte, ich kann jetzt schön Real-Life-Stream von Cookie gucken, aber nein. Der hat kein Real-Life mehr. Morgen mal in Gang. Ja, okay. So, wir stellen erstmal hier ab, würde ich sagen. Wo haben wir denn noch einen Anhängers? Lona. Steht da nicht auch eine Mulde? Morgen wohl auf Holsteinbeck. Das ist ja sehr nice. Wir haben auch die Mulde hier, die Reichsmulde. Bei der Biogasanlage stehen. Soll ich die Reichsmulde nehmen, oder was? Ja. Okay. Alter. Musste nur den Aufbau einmal raufbauen. Wo ist die? Bei der Biogasanlage, immer noch. Ja, Chef. Mann, wo bleibt Jonas eigentlich? Mit Profis. Keine Ahnung, ich müsste eigentlich gleich aufkaufen. Ja. Ich fahre seinen Schlepper hier durch die Gegend, der müsste eigentlich gleich da sein. Hast du auch noch eine Currywurst draufgepackt? Alles klar, Asuna. Bis später. Die hab ich selber gegessen. Reich. Wo haben wir das? Weiter geradeaus. Ja, wenn also du an dem großen. Ich hab sogar den Schlepper jetzt abzuwürgen hier auf der Wiese. Ja, Kiwi, ich glaube, das liegt an dem Schlepper. Wenn ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen darf. Hast du ein Fenster da gerade? Ich kann es mir vorstellen. Ja, habe ich. Im Unimog habe ich ganz viele Fenster. Wer ist eigentlich hinter mir? Ich. Oh, einer, der am wenigsten mithalten kann mit meinen 32 km/h. Ich fahr schneller als 32. Da muss noch die ein Aufbau drauf auf die Reichsmulde oder was? Ja. Außerdem 6R ist gleich ein 6R oder ein 7R. Du kannst auch den 7R oder du kannst auch den JCB nehmen, den Fast Truck. Fast Truck mit einem HW80. Von Todi. Lukas läuft damit 60, ne? Stimmt, also ich hätte gar keine Angst, dass mir der Anhänger irgendwie kaputt bricht bei den 70 km/h. 60 km/h. Warum? Der fährt 75 wahrscheinlich. Hallo, habt ihr kein Vertrauen in die Wertarbeit? In die gute ostdeutsche Wertarbeit? Ja. Also man sieht das ja. Was ist denn mit euch verkehrt? Oh, Stift steht da schon. Muss man bremsen, damit er ordentlich zugeht und all sowas. Jan, nö, die Außenseite. Wie die Außenseite. Ja, dann bin ich falsch angefahren, dies. Oh. Bible schreibt auch, da das geht der Hänger in zwei Teile. Hallo, wo ist denn der Trigger? Ist der Trigger hier daneben oder was? Nee, er muss dicht daran. Nee, er muss so, ein du musst fast daran. Da drin stehen in den Trigger. Naja, ja. Hey Timmy, ich gucke jetzt, dass ich 15 km/h an Daten bringe. Moin, grüße Sie. Ich fahr einmal eine Ehrenrunde, Thies. Ja, alles gut. Ich hab ein bisschen mehr. Ja, ich sehe. Wer ist eigentlich auf dem Silo? Ich hoffe jetzt nicht der Thies, ne? Lukas. Weil dann fahre ich nicht zum Silo, wenn Thies auf dem Silo ist. Ich merke schon, der 85-30 kann ich ganz gut mithalten. Berghoch ist immer kritisch. Hä? Wie gesagt, ich stehe auch in 27 rum, ne? Wenn du ihn ausbrühen willst. Ui, jetzt schaffe ich sogar 20 km/h. STRG rechts und minus jetzt. Okay. So, konfigurieren. Steht auch noch was großes, dickes in der Halle. Ich pack mir mal Tempomat rein. Ja. Das kannst du auch nehmen. Lag, ja. Speicherlag. Okay. Der war sanft. Nein. So, wo muss ich hin? 195, einfach beim Hof rechts raus und gerade hoch. Ja. In den Norden. Oh, dann wird hier Gas gegeben. Dann siehst du auf der linken Seite ein Grasfeld, das ist dann irgendwann unser, wo Schwaden sind. Ja. 195. Yes. Ganz ja. Oben. Und wenn du einen Häcksler am Graben siehst, weißt du ganz genau, dass du richtig bist. Ja, dann willst du dir hier vorne gleich den einen wieder nehmen. Dann nehme ich die zwei mit dem hier. Ach. Welchen hast du? Chat, danke. Den 900er. Naja. Ich stell sie dir ins Silo. Fahrt Richtung Norden. Komm rum. Ja, Leck, Lukas. Der kann ich nämlich gleich auch tanken. Lass ruhig stehen. Leck, nur so zur Info. Oh, ich muss auch tanken. Ich fahr auch eben tanken. Dieses Viertel tankt nur noch.
Mats, ich fahr hier weg, dann kommst du hier vorbei. Ja, jupp. Ich fahr im Tanken. Tees. Ja, warte. Was machst du da für Sachen? Festfahren nennt sich das. Wo ist denn dein Schild? Vorne dran. Timmy. Ja. Läuft nicht ganz so. Kuschelparty da hinten. Also dafür, dass ich nur Standbild hatte, war es gar nicht so schlecht. Wer hat denn den einen Anhänger hier abgestellt, direkt vor der Tankstelle? Das ist meiner. Ja, warum? Ja, weil ich den jetzt abhole. Geht's jetzt wieder? Ja. Okay. Ich frag nur vorher lieber nach. Mustang, Grüße, schönen guten Abend. Ich dachte, wenn ich Standbild habe. Ja, klar. Oldtimer, kennst du das anders? Ihr seid jetzt auf der 195 oben, oder was? Ja. Geh mir gleich was Neues holen. Vorsicht, Timmy. Timmy, voll. 90. Vorsicht. Ich fahr jetzt rückwärts hier ran. So, ab dafür. Ja, ich fahr auch gleich mal rückwärts. Jetzt, alter Mustang, bist du noch ganz brav da draußen? Bist du noch ganz... Mustang. Vielen Dank für 500 Bits. Mustang. Danke für... Alter. Ganz vorwärts. Es ist doch schon wieder zu viel. Danke für deinen Support, mein Besser. Vielen Dank. Komm, Häcksler, gib alles. Unterstützung. Ich bin einmal kurz weg. Jo. Ja. 97. Danke, Mustang. 98, 99, voll. Deal with it. Danke. Könntest weiter. Ich muss doch nochmal eben kurz rein. Warte mal. Krieg ich das noch lauter? Ja, ich geb schon Gas. Die Schwaden sind ja schon fast zu groß für die Pickup. Das ist krass. Na, Steff, gerade fahre ich 16. So, jetzt also sind wir auf maximale Lautstärke. Wir haben jetzt 1300 Bits von 2500. Dann würde nächster Sticker freigeschaltet anscheinend. Na dann. Gut, so. Ab dafür. So, nicht Minjung. Arrivi. Wie Sief. Hey, Sief! So, wir müssen rechts. Alter, wenn ich diese Fläche fertig habe, fühle ich mich auch gut. Hat jemand lange Bahn, ne? In GameStop investiert? Nee, leider nicht, Mire. Hätte es gerne gemacht. Oder ein Silber jetzt. Silber sind sie ja auch am pushen mittlerweile. Da kommt ein gutes Lied. Okay, es ist lauter. Danke, Leute. Danke für eure Sticker. Jetzt den raus. Ich fahr so nah wie möglich an dich ran und jetzt zieh ich rum. Jo. Hab ihn baby in Lokal. Dreh rum, dreh rum. Where did he come from? Where did he go? Where did he come from? Cut Night Joe. Cut Night Joe. Nee, kein Silver. Das ist nur Ablenkung. Ah, okay. Gleich Giveaway. Ja, gleich Giveaway. Ui. Hallo, Johnny. Hey, ist da nicht Johnny? Hallo. Ich endlich spüre haben schon wir, die endlich Hand. Haben wir mal, endlich haben wir mal, sagen wir mal, ja. Sagen Altersniveau wir mal da, ne? Der zieht den Schnitt wieder ungemein, ne? Naja. Ich merke irgendwie auf einmal so einen Hauch im Nacken. Ja, genau, Mire TV. Nackenschoner hat er an, glaube ich. Hast du viel Phasmo gespielt? Das ist Hauch und spürst. 95, 6, 7, 8, 9, bleib stehen. Stopp! Stopp jetzt! Fahren? Ich stehe ja schon. Okay. Ja, Joel, das ist immer schwer. Wäre besser, wenn es dann wenigstens in deinem Tag drin stehen würde. So, haltet eure Lenkräder fest. Hey, Johnny Boy. Hallo. Jonas ist auch da. Habt ihr das gehört? Habt ihr das mitbekommen? Hallo. Wie hast du dich denn hier an der Security vorbeigeschleicht? Ja. Schlichen. Ich bin einfach vorbeigeschleicht. Der kennt sich aus mittlerweile bei Phasmo, weißt du? Ganz schlichen. Das alles. So, Kiki, ich warte dich. Bin bei der Truppe mit täuschen Tarn und verpissen. Warte, ich fahr ran. Oh, Mann. Oh Gott. Wo ist denn hier die Einfahrt? Da vorne, wo es steht.
Steff, ich glaube, es wäre ganz klug, wenn du dich da verpieseln würdest. Ja, geht schwer. So, wollen wir ein neues Giveaway starten, oder was? Komm mal raus. Ja, sicher, komm. Ich hoffe aber doch nicht, dass unsere Leute da mitgemacht haben wieder. Natürlich, was? Die machen alle mit. Ja. Aber nur die, die es nicht haben. Also ja, soll ich auch mitmachen, oder was? Nee, ich mach nicht mit. Ich mach nicht mit Voice Hub. Ich mach nicht mit. Kann ich denn jetzt hier einmal clearen? Hier. Mit Clearer Seal. Sag mal Bescheid, wenn es fertig ist. Gibt's das eigentlich noch? Was? Clearer Seal? Ja. Okay. So, jetzt machen wir aber ein anderes Word. Jetzt machen wir 9 und G. Hauptsache, alles schreibt schon DLC. Klack, 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 klack. Genau, 9 und G, ganz genau. Großes oder kleines? Alles klein. Soll ja auch einfach bleiben, weißt du? Kleine 9 und dafür das Publikum. G groß. Okay. Nach meiner Ausbildung werde ich auch Streamer. Ja, klar, Stefan. Gute Idee. Ja, am besten kaufst du momentan Pokémon. Hallo Johnny. Der fährt dann richtig schickes Gespann. Der Kiwi? Ja. Könnt ihr mal einen Schlepper? Ja. Muss ich hier vor dem Waldstück rein oder hinter dem Waldstück auf die Hauptstraße? Bleib mal da an der Kreuzung stehen. Ich versuche 15 km/h auf den Tacho zu bringen. Moin, dass wir ein bisschen was wegschaffen. Grüße dich, schönen guten Abend. Bleib da erstmal stehen, Matze. Da warte, ich warte noch einmal kurz. Komm, jetzt zieh da. Zieh. Ja, ich kann nachziehen. Ich kann bis 20 km/h hoch beschleunigen. Geht jetzt ja, ab. Ich hab das auf 15 eingestellt. Boah, hier steht ja alles im Weg. Vielen Dank. Danke. Nochmal für 100 Bits. Matsule, grüße Sie. 13 Steller komm ich nicht. Danke, Matze. Ich schaffe auch gerade nur 14. Ja, meiner geht immer weiter runter. In die Mitte. Ja. Was ist denn Mitte? Mittelwand oder was? Du hast keine Wände. Ja, da ist aber keine Wand, deswegen sei auch nur Mitte. Ach so. Mittlerer Reifenstapel. Genau. Ah, jetzt bist du schneller als ich. Können wir erstmal sinken hier, ey. Naja, das nein, war jetzt ein nicht. Der Server ist ein bisschen überlastet. Heute wird nicht mehr gesinkt, haben wir gesagt. Okay. Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen Grasgelage wegschaffen. Ist hier auch eine Feldzufahrt oder fahre ich gleich am Feld vorbei? Nee, da ist eine Feldzufahrt. Huch, jetzt steckst du mich aber in Schatten. Du kuschelst auch ein bisschen sehr zu mir. Mit mir. Ich kann ja nicht in die Bäume fahren. Wie tief, wofür ist das? Du kannst auch andere Seite innen fahren. Der Abschleppdienst ist wieder da. Schönen guten Abend, Herr Abschleppdienst. Ich lass dich nach innen ziehen. Dass du jetzt einmal schön eine große Kurve ziehen kannst, dass du innen fahren kannst. Braucht ihr jetzt wieder, braucht ihr einen Abfahrer oder seid ihr noch bedient? Alles gut. Wir bräuchten bitte gerne einen Abfahrer. Wenn ja, ich bin ja schon fast da. Jetzt schrei doch nicht direkt so. Was? Häcksler wollte nicht ganz. Wir hatten hier zwei Drehschirme da dran. Ich ja. Ach, läuft jetzt wieder? Ja, mit dem geht's einigermaßen. Jo. Ich sehe aber schon, ich muss noch ein bisschen. Kommt denn der Schwader hin? Ja, wenn ich dran hab, der Krone-Schwader. Ich hoffe, du machst Platz. Zum Lohner. Du bist gerade nicht mehr hier. Dann hoffe ich, dass wir die altbekannte Regel haben. Leer macht Platz für voll. Ja, sicher. Standard. Immer. Aber wenn ich voll bin, bremse ich nicht. Also ich auch nicht mehr. Oh Mann. Wo ist Jonas eigentlich? Der sinkt gerade. Aber ich finde gut, dass du bei mir immer noch auf dem Hof stehst. Wer macht denn jetzt hier Bilder? Trotzdem kann man vom Gas gehen, wenn man. Ich glaube, Kiwi macht Bilder, ne? Kiwi ist guter Bildermacher. Ich fahr nicht mal auf Vollgas, Jan. Ja, bist du so an mir vorbeigeschossen? Ich hatte 35 auf dem Tacho. 99, voll, Jukas. Ja, ich bin da. Jo. Wie schnell fährst du? 15 km/h versuche ich. Ui, der Häcksler rutscht ein bisschen an der Kante. Hallo, hey. Schießt den sehr doll.
Nur weil ich schon hier fahre, muss ich mir jetzt nicht näher kommen hier. Ich kann ja nichts dafür, dass der Häcksler auf einmal am Hang rutscht. Du bist doch der Häckslerfahrer. Wer soll denn sonst was sagen? Andreas. Moin Meister. Wer kann sonst was dafür? Bekommst du... Ja, ich wollte gerade was sagen. Ja, ich glaube auch Right Eye. Ja, ihr habt hier den falschen, unerfahrensten Spieler auf dem Häcksler gesetzt, also... So auf dem Häcksler. Der sich nicht, absolut nicht auskennt mit der Landwirtschaft anscheinend. Ja. Den unerfahrensten? Seit wann bist du jetzt dabei? Kein Jahr lang. Ja, das Jahr habe ich auch noch nicht voll. Ich auch nicht. Das hat noch keiner, glaube ich, voll. Ich glaube ich auch nicht. Bin im Jahr auch ein Stück voll. Bei mir ist es bald. Welche willst du nehmen? Welche Bahn? Direkt hier wieder? Vorgewendet, die fertig. Dann, so, jo, dann machen wir das bist? So. Ja. Habe ich es endlich geschafft zum Berufsalkoholiker. Aber mit der Frau. Hast du dich entschieden, Matze? Ja, mach mal da. Ich weiß noch nicht, wo du hin willst. Hier, das Vorgewende. Hier ist doch Vorgewende. Ja, aber du. Ihr kriegt das aber schon hin, ihr beide, oder? Nee. Ja, Lukas, da weißt du nicht, was ist. Wenn man zwei Profis nebeneinander setzt, ne? Ja. Dann kommt so was raus. Beide in John Deere setzt, das kann ja nur schief gehen. Ey. Ey, ihr hättet mir einen Klaus geben müssen. Alles bestens, Andreas. Und selber, wie geht's dir? Ich komm hier nicht so schnell hoch, warte. Hey. Juhu. Ja. Ist gleich Synchrone mit der Auslastung, dann kann er gar nicht so schnell fahren oder irgendwas. Ich wollte gerade sagen. Das wäre cool, dass einmal mit Profis, ja, das wär nicht verkehrt, das stimmt. Das stimmt, Joel. Da bist du falsch hier. Ne, eigentlich nur bei dir. TÜV berührt generell nicht mehr die Bremse. Ich hab, okay. Ich hab hier wohl Mais-Silage drin, ne? Im Anhänger. Über den Kicken oder Bannen? Ah. Egal. Scheiße. Frag doch den Chat, die sehen es doch auch. Ihr seht das ich doch selber, wenn ihr den Stream guckt. Ja. Das ist doch, steht doch da ganz groß, was ich da wo drin hab. Zeig mal. Max Bear, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Wie schnell fährst du denn jetzt? Du fährst doch schneller als 15. Also ich weiß nicht, Tacho sagt 14, 13. Ich komme aber nicht schneller. Also die Strecke hier ist für Begegnungsverkehr ja optimal, ne? Ja. Ja, da müsst ihr mal ein bisschen Rücksicht nehmen. Pass auf, Matze, du kommst hinterher und wir schaffen uns weg. Haben wir. Siehst du, der Chat schreibt auch Weizen habe ich hinten drin. Das war aber blöd. Oh, Weizen. Gut, war gerade noch im Einsatz. Oh, Andreas. Halt, Schub, das geht aber nicht so. Matze, du musst auch mit der Bahn fahren. Ich fahr nicht mit der Bahn. Das Auto. Hey. Wir hatten immer Verspätung. Also ich habe das Gefühl, als wenn sich das bei mir hier heute nicht steigert. Ist bei mir ja, heute, Johnny, guck mal auf den Server, dann weißt du Bescheid. Ja, ich habe gerade schon drauf geguckt, aber so schlimm wie meine Grafik ist ja auch nicht. Sagt also glaub, ja. Das Niveau wird sich schon noch steigern, Jonas. 15 FPS, ich spiele sonst mit 30 hier. Na, das Problem ist hier, wir haben halt extrem viele Haufen dort überall rumliegen. Zaro, Mahlzeit. Ah, ja, ja. So, ich habe 96%. Ich bin schon... Ja, dann kannst du, glaube ich, wegfahren. Naja, ich hau ab. Das hat keinen Zweck. Tschüss. Das hat sowieso keinen Zweck hier mit dir. Mach dich vom Acker hier. Naja. Es gibt nur einen Vollidioten auf dem Feld. Ja, und ja. Wer kommt denn jetzt da mit dem Mock? Flatsch. Der schafft ja wenigstens noch was weg. Jonas, sind Sie da? Da bin ich, aber... Anwesend nicht. Hat, glaube ich, keinen Zweck. Jetzt warte doch mal, meine Fresse. Du gehst gleich mal, wenn du mit dem Schlepper fährst, schon nicht. Jonas, du kannst auch einfach bei mir mitfahren, wenn du willst. Ich würd einen Unfall nach dem anderen neu bauen momentan. Ja, probier mal, bei mir läuft's auch nicht besser. Junge, ich habe einen Gang, in dem ich fahren kann und da kann ich ein bisschen mit dem Gas spielen und entweder er kommt oder er kommt nicht. Aber so blitzschnell nach vorne schießen kann ich noch nicht. Das willst war bei mir auch eindeutig zweideutig, ne? Ja, ich brauche halt meine Zeit. Bei mir mitfahren, Johnny, oder was? Ich fahre, probier mal erst bei Kiwi da, aber da kann ich ja nicht mitfahren. Ja, bei mir ist besser. Nee, aber... Oh, was fährst du einen schönen Schlepper, Kiwi? Danke. Ja. Aber warum hast du HW80 dahinter? Weil mehr kann er nicht ziehen. Eigentlich hinter meinem...
Völlig unterfordert. Ja, komm mal her, fahr mal. Fahr mal damit auf Silo. Oh, das geht in die Hose. Man, guck mal. In die Mitte. Ja. Also ist Mittelbahn. Ist Cookie noch da? Bestimmt nicht. 60%. Ultimate Kriyoshi, da stimmt was nicht. Da steht DLC, wir müssen aber jetzt großes, neuen, kleines G schreiben. Hier ist bald mal stehen, bitte. Habe ich doch nur für Uldi gemacht. Ja, Uldi bei Goldi, würde ich sagen. Ey, lass mal bitte erst zusammen, Thies. Lass mal erst zusammen. Ja. Jan voll. Ey, ich fahre hier mit einer 80. Ja, das ist bei mir genau das gleiche gewesen, Johnny. So, jetzt mach auf. Nee, Quentin, jetzt nicht gerade bei mir beigehen hier. Das ist gerade ganz. Katze, nein. Das scheint aber zu laufen, oder? 90. Bei euch beiden, ne? Wenn man zwei Profis da, ne? Ja, bei mir läuft das. Ast rein. Ich werde hier von drei Seiten betingelt. Einer von hinten, einer von der Seite und der andere kommt jetzt auch noch von der Seite. Wie viel FPS hast du? 95. So, ich bin weg. Tschüss. Tschüss. Dann drehe ich jetzt aber noch einmal zu Ende. Ansonsten kriege ich hier ein Kappes. Ja, ich weiß auch die ganze Zeit nicht, ob ich jetzt anhalten konnte oder nicht. Tja, du musst eine kleine 9 eingeben und ein kleines G. Hallo, Hexer. Ab. Du musst ja erstmal finden, die kleine 9. Bisher hat es noch keiner geschafft. Bisher ist noch keiner im Lostopf. Können wir gleich mal ändern. Ach, Steff. Besser, Matze. Ui. Dann kaufe ich dir dann lieber. Jetzt gehen wir gleich alle so ein, weil ihr. Sag mal, Lukas, wie schnell fährst du? Ja, ich Lukas. Pass mich an deine 15 km/h an. Sehe ich nicht. Ich fahr schneller als du mit 13. Also macht es keinen Spaß. Ja, ich glaube, deine Ladewagenfahrer kann Spatz so aufsammeln. Nein. Wieso denn nicht? Bist du gleich voll? Nein, aber wenn du mal die Hexekette anguckst, passt das doch. Und so? Dann stehst du gleich. Ja. Aber das ist meistens beim Hexen oder beim Grasdingens. Weil das hat er einfach eigentlich dann nicht. Aber bei mir geht's eigentlich relativ sonst. Also ja, so aber vielleicht bei der vielen Leute nee, da sind. Ja, nee, das so ist gerade heute. So extrem habe ich's noch nie gehabt, also. Ja. Können auch wieder viele Sachen dazukommen. Serverauslastung, ne? Wenn vielleicht die Portal ein bisschen überlastet, das kommt ja alles zueinander. Naja, wenn das dann nicht passt und dann, wie gesagt, also bei mir geht's. Also ich habe kein Problem eigentlich. Also mittlerweile geht mir auch, ja. Ich habe auch nur 26 FPS. 27. Oh, gerade mittlerweile hat die Karte bei mir auch mal halbwegs geladen. FPS bin ich auch so nur bei 30. Also das ist. Ich habe jetzt auch nicht die Ober-FPS, aber. 35 auf jeden FPS. Fall. In Millisekunden bin ich so bei 30. Ja, da bin ich auch. Die ziehen bei mir auch 60 hoch und das ist bei meiner Leitung echt mal krank. Boah, das hatte ich vorhin die ganze Zeit. Vorhin ist eine Zeit. Thies, welche Seite? Bleib mal stehen, Steff. Hm? Bleib mal stehen, bitte. Soll ich anhalten? Ich muss einmal zurücksetzen. Ja, du hast einen viel kleineren Weg, aber mach doch nichts. Ja, das ist. Ich musste gerade sowieso zurücksetzen. Okay. Welche Seite stellt. Ach, hieß. Immer noch die Mittelwand. So Mittelwand? Ja, obwohl da keine Wand ist. Eine links von mir, Matze. Vorsichtig, setz einfach zurück. Einen großen Haufen in der Mitte oder wie willst du es haben? Dann kannst du eine Schaufel. Boah, du bist aber ganz schön im Wühlen. Ist auch eine Anhöhe, ne? Wie viele Trecker habt ihr? Einige. Sinn. Oha, ich habe eine Standard-MS von ca. 80. Ey, Joel, aber da macht das doch keinen Spaß, oder? Naja, da macht jetzt das keinen Spaß. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal für irgendwelche Fauxpas. Nein, das... Kein Problem. Das mache ich dann jetzt auch einfach vorweg schon. Das machst du sowieso. War das so in Ordnung, Herr Thies? Ja. 92. Oh, zieh hinterher. Zieh das hinterher. Schön geworden. 95. Okay, jetzt geht's. 99 voll. Wo fährst du eigentlich links? Ich hab keine Ahnung.
Also G-Portal. Ich hab gerade geguckt, wo die anderen sind, und fahr da einfach den normalen Weg. G-Portal schreibt momentan keine generellen Störungen. Also wird's wahrscheinlich am Leppi liegen. Wenn der Kiwi das auch hat? Ja, es wird Zeit einfach, Johnny. Es wird Zeit. Im Leben wird's das jetzt nicht mehr. Ja, meinst und jetzt meinst gehen die FPS auf einmal auf 20 hoch. Man muss ihm nur drohen. Ja, siehst du mal. Und Millisekunden auf 30. Krank. Hast du einmal um den Tisch gehauen? Hast du einmal um den Tisch gehauen? Sei ehrlich. Johnny. Oh, oh. Nee, das ist Matze. Wer kommt da? Ja, ich fahr ja schon rechts ran. Du rast aber auch den Weg entlang, ne? Also, dass der nicht da hinten umkippt. Das war 40. Jan, Johnny ist bei der 5 gerade. Da kommt ihn nicht entgegen. Ich dachte, es kann ja nur einer entgegenkommen. Das. Aber du kannst gleich auf. Habt ihr irgendwie einen Kreisverkehr eingerichtet oder? Nee. Ja, wie willst du das denn machen? Bei der Strecke? Das ist aber da. Jan von oben. Also, ich muss mal eben hier meinen Track hier umsetzen. Oben bei der Kasse. Chat, wartet doch mal kurz. Ich hab's schon gesehen. Also über einen alten Teil. Ja. Chat, ich bin gleich. Es ist gleich doch soweit. Jetzt. Alter. 19 FPS. Was ist hier denn los? Was ist denn jetzt hier? Das ist doch. So. Jetzt beim Dinner sitzt du schon wieder. Es geht immer um hier. Ja, ich weiß. Ich sehe noch nichts. Warte, ich lösche die Bilder nochmal wieder. Die sind eh kacke geworden. Ich glaube, das nächste Mal sollten wir mit Schwartablage mähen und dann. So, weiter geht's. Direkt hinterher häckseln. Ich hätte eine 16K, Leute. Okay. Das 16K ist ein bisschen sehr schwach auf der Brust. Wo soll ich anfangen zu kippen? Sagst du, oder was? Ja, ich hab von einer 16 auf eine 250 gewechselt. Ja. Ja, der hat jetzt auf 50K aufgestockt, seine Leitung. Nee, auf 250. Bei Lukas liegt das Problem halt vor dem Rechner und nicht dahinter. Deswegen, das ist das halt, ne? Das bringt einem nicht das beste Equipment und die beste Leitung, wenn halt der Nutzer schläft. Oh, das Bild ist schön, Kibi. Das gefällt mir. Von Johnny auch. Ja. Ja. Ja, Oldtimer Kiosk, ich weiß. Bei dir gibt's sowieso immer nur. Das vom Mock finde ich super. Steff, wir ziehen hier die zwei Schwaden einmal fertig weg. Sogar wesentlich schöner. Dass du Bescheid weißt. Ja? Bist du bis zum Ende durch? Ich brauch ja auch ein Thumbnail-Bild wieder, weißt du? Ich muss einmal kurz meine Katze rauslassen. Ich bin gleich wieder. Du hast eine Katze? Lass die Katze mal aus dem Sack. Nein. Ich dachte, das wäre ein Kater. Ich weiß. Ich finde das letzte Bild am schönsten. Was steht denn hier schon wieder am Feldrand? Das kann ich hier löschen. Kannst du aber Spinat bitte anmachen? Würde ich dir zustimmen, aber der Fahrer. Ich hatte gerade ein Leck und bin im Baum gefahren. Ich denke schon, Kiyoshi, mit Sicherheit. Aber ich habe nicht so viel Geld wie ihr da draußen. Also. Ah, bin wieder da. Lukas? Jan, wann hast du riechst du rum, Steff? Mir bitte? Ey, was war da los? Boah, ich fahr hinter dir her. Mein Kater. Okay, wieso war die Karte so komisch gedreht? Was war da, was ist hier passiert? Kannst du wieder ausmachen, Thies, danke. Oh ja, das letzte. Nee, ich finde das von vorne, also das ist auch schier, sehr schier, aber ich finde von vorne ein bisschen schicker. Von hinten ist auch manchmal schön. Von hinten ist manchmal auch schön. Einfach weiter Gas, komm, fahr weiter. Ja, mach schöne Streams, ja. Ich rette mal hier so ein bisschen. Ich halt auch nicht an. Der Retter vom Dienst, würde ich sagen, ne? So sieht's aus. Ich hab hier auch fast einen halben Dieseltank durchgehauen. Also ich hab jetzt auch gleich schon wieder einen halben, Ein Vierteltank. Einen halben Strich. Einen halben Touchdown, meinst du? Naja, das ist sowieso. Einen halben Tank in dir drin voll. Welchen Gaming-PC hast du, hä? Ja. Mein. Also, zwei. Den halt gibt's, Custom. HVB, den gibt's nicht zu kaufen. Das ist selbst gebaut, also eigen. Eigenbau, so gesehen. Genau, 9G-Marke. Könnt ihr bei mir gerne bestellen. Brauche ich euch den auch. Kostet halt nur ein bisschen mehr dann wahrscheinlich. Steff, wir nehmen gleich rechts die Bahn. Ja, wenn du es schaffst. Ich wollte gerade sagen. Ja. Das mit HVB, das irritiert mich immer. Warum? Bei uns in der Funktechnik HBV, also HBV2 Hörer sind die Hörer von unseren Digitalfunkgeräten. Das sind HBV2 Bedienteile. Genau. Ja, genau, Ludwig, genau. Olli?
Ja. Was kostet das? Ich brauche irgendwann eine Runde. Ich wollte sinken. Das kommt drauf an, was ihr da drin haben wollt. Dann kann ich euch das zusammenbauen. Aber dafür muss ich natürlich dann auch Geld nehmen. Das wisst ihr. Das ist ja logisch. So, ich mach mal eben eine andere Playlist und geh mir was zu trinken holen. Ich bin gleich wieder da. Aber es ist ja nur Lehrlingsgehalt, Matze, dann geht das ja. Deswegen. Ich mach mal kurz eine andere Playlist. Hier läuft irgendwie nur noch so komisches Zeug. Steht da der Abfahrer und... Och, ich hasse es, wenn Anhänger nicht anerkannt werden vom KI-Verkehr, ne? So, ich bin gleich wieder da. Geh kurz was zu trinken holen. Jo. Steht da der Abfahrer kurz vorm Häcksler. Heizt der hier lang? Hier ein Kiwi-Bild. Ach, dann guck ich mal kurz Bilder an. Ich höre einen Johnny. Ah. Wie ist wohin? Siehst du, oder? Ui. Ja. Gut. Josef, das hier ist auch ein Unimog. Der schafft auch 80. Ja, aber dann meckern, wenn ich mit 35 bei dir vorbeifahre, oder wie? Ja, aber 80. Ich bin... 80 fährt ja auch auf der Landstraße nicht. Nee, ich bin ja auch keine 80 gefahren. Ich bin ja 60 gefahren eben. Genau. Ich hab's gesehen. Also man kann sagen, was man will, aber diese Bilder sind geil aus, die Kiwi gemacht hat. Hm. Ja, Kiwi kann das schon irgendwie. So, Steff, komm mal raus. Nee, komm du erstmal da rein. Dann habe ich meine Bahn da vielleicht. Wie kann man jetzt ohne Grafik haben? Hallo. Hm? Wie kann man jetzt ohne geile Grafik haben? Hä? Hä? Du hast doch alles dafür. Nee, Kiwi hat einen anderen Reshade. Na gut. Ich hab noch einen anderen SpeedFX dabei, ja. Ach stimmt, das war's. Sag Reshade hat Kiwi gar nicht. Nee. Tim, ich kann dir... Das sieht ja so hässlich aus, wenn man Reshade ausmacht. Ja. Zeig mal. Ja, weil ich hab halt... Ich hab gedacht, du hättest dir einen Spiegel angemacht. So, ich bin wieder da. Ja, genau so sieht's aus. BB. Genau. Moinsen, 716 TMS. Wer guckt denn eigentlich alles am Sonntag? Schmeiß an die Möhre. Super Bowl. Nein. Ich nehme wahrscheinlich extra frei Montag. Du bist ja auch. Du bist ja voll drinne. Ja, sicher. Wette schon platziert? Ja, klar. Ich hab 5K habe ich schon gesetzt. Ah, perfekt. Auf mich, oder? Ja, sicher. Und ich habe mir erstmal. Dass ich als Flitzer durchs Bild laufe. Genau, und für 6. Und für 6K habe ich erstmal noch Pokémon Packs bestellt zum Auspacken. Oh, fange ich damit an? Aber 6K ist doch nichts. Nein, überhaupt nicht. Klaro. Sehr gut, Mini. Letztens gesehen, da pro Booster Pack 1100 haben die gezahlt. Also 40K oder irgendwie sowas. Wer? Jan, du kannst dir eine Bahn aussuchen. Ich richte mich nach dir. Oh, guck mal, der Lukas, der ist ganz vornehm geworden. Eher ganz kleinlaut, würde ich es beschreiben. Ja, was ist denn los? Johnny ist ja auch im Anflug. Ich wollte gerade sagen, das ist komisch, wenn Johnny kommt, ne? Dann wird auch jeder leise. Wir nehmen die ganz links. Ich betrete nämlich gerade die Szenerie auf seinem Acker hier. 50k Glurak, ja sicher. Leute, sollen wir das auch mal sowas machen? Matze, bleib mal bitte kurz stehen, Matze. Dann müsst ihr aber noch ein bisschen Support hier bringen. Dann können wir sowas machen. Wir machen einfach mal so ein wer ist das? Donation Ziel, weißt du? Vorsichtig, zieh voll rein. 50k Pokémon Karten ziehen. Jo, fahr weiter. Müssen wir uns so gesehen einkaufen. Du kaufst ein ganzes Pack und du hast Abnehmer dafür. Genau, und hast dann und so Pappkarten, weißt du? Johnny, bleib mal bitte kurz stehen. Ja, mach das sicher, Oldtimer. Nein, der Junge ist auch vernünftig geworden. Wir haben ja keine Verrückten mehr, glücklicherweise. Gut, danach ist der Ring, aber dein Ende. Vorsicht, Jan, ich nehme die übernächste. Johnny. Mach Fotos, dass man nicht die HW80 dahinter sieht. Warum? Doch.
Doch. Hallo, was anderes kannst du nicht an den Schlepper dran machen, Johnny. Mehr kann der nicht. Jo. Wir hatten überlegt, sogar nur einen HW-80 dahinter zu machen. Er hat sogar das 30-Kubik-Fass mit Tridium gezogen, also. Ja, MVP, mein Bester, danke. Langsamer. Ich schaff grad nur 11. Jo. Dann. Mitte. Also, wie gesagt, 12. Man kann im Endeffekt froh sein, dass der schon 2 HW-80 gezogen bekommt. Oh. 90%. Schlimmsten Falle, Johnny, fahr mal mit 2,4,14. 95, ich war nach rechts. Ja. Ja, nee, bleib stehen, ich bin voll. Also bleib da am Ende. Ja, bleib stehen. Eigentlich ist Matze nur neidisch. Ich und neidisch, weißt du? Mhm. Weil er den hellgrünen fahren muss. Vorsicht, Matze, ich zieh nach rechts. Wo willst du denn? Ganz rechts? Eine Mittelwand, Depp. Ja, können wir auch machen. Ey. Was? Du kannst mich auch gerne überholen, dass du außen fährst. Jan? Ja? Bei mir fährt dein Harve gerade alleine. Ja, ich kann sagen, ich fahre mit ihm. Nein, dein Unimog steht hinter uns auf dem Feld und dein Harve-Anhänger fährt da vorne. Wenn ja, ich in dem Waffe sitze. So stark bin ich. Und der Harve ist schon autonom, weißt du? Ja, der zieht ja kurz weg, da läuft er eigentlich vorne ran. Matze, fahr mal rechts an die Spur ran. Sagst du Bescheid, oder? Bescheid. Okay. Jan, wenn du Zeit hast. Ja, nee, das liegt, glaube ich, an Universal Passenger. Mhm. Wie? Seit dem Update. Matze, Alter. Ja, das Update. Oh, jetzt habe ich nicht genug. Weil, da muss man gucken. Das sieht gerade so per ekelhaft aus. Ja. Warst du eher dran als ich, oder? Du warst vor mir da. Habt ihr keine Nummer gezogen, als ihr aufs Feld gefahren seid? Das ist ja so komisch. Wo ich jetzt außen an. Was willst du eigentlich da hinten oben, Silo? Dich können wir gar nicht hören hier. Der fährt sich nur fest. Das ist wieder Kiwi. Also, da habe ich ja gesagt, wir müssen eigentlich ins Ingame. Hier. Ja, wir müssen aus Phasmo, das müssen wir rausholen. Den Ingame-Sound aus Phasmo, die ist. Genau. Ja. Mit den Walkie-Talkies. Das brauchen wir, die kommen hier. Das finde ich geil. Ja. Das wäre wirklich geil. Geht halt nur mit. Würde tatsächlich mit TeamSpeak gehen, ne? Ja. Kann man den Funk auch ausschalten? Das kannst du wahrscheinlich auch irgendwie über ein Soundboard, über ein Discord machen, würde ich sagen. Na nee, weil das wäre ein Voice-Plugin, was man da installieren müsste. Ja, das stimmt, aber das soll ja noch kommen, Joel. Das ist ja dasselbe, was sie auch immer für diese ganzen GTA-RP-Sachen nutzen. Wie viel hast du, Matze? Oder wo willst du? Hier. Direkt auf die ich zusteuere. Ich bin jetzt bei 37%, Chef. Stehen geblieben. Es gibt ein Soundboard, was du dann hier hören würdest, wo du die Geräusche laufen lassen könntest. Ja, das könntest du machen, das stimmt. Weiß nicht, das könntest du damit machen. Weil bei GTA ist ja wieder was anderes. Moin. Ja, nee, wie Johnny das meinte, dass wenn man nicht in der Nähe ist, kann man nicht miteinander sprechen. Große Neue. Weißt ja, du? Das wäre natürlich noch geil für so ein RP, aber... Genau, aber die wie Mini schon schreibt, es soll im nächsten Update dabei sein mit dem Simple IC bei dem John Deere Pack. Und eine Ballenfresse soll auch dabei sein. Und der Drescher. Eine Ballenfresse. Eine Ballenfresse? Also, ja. Matze, ich fahr gleich ganz links hin. Ja. Einfach mal die Presse halten. Oh ja, das ist mein Agrarheld, LS. Momo, mein Bester. Grüße. Und so langsam wird aber auch beim Häcksler fahren. Mein Bruder eigentlich noch wach? Ich weiß nicht, der hat schon lange nicht mehr geschrieben. Wenn wir wieder vorbeikommen. Ja, wir wollen uns mal wieder mit was. ja. Ist auch sehr unterhaltsam. Ja. Ja. Ich hab hier gar nicht gesehen. Gleich ist das die zweite Dingens vorbei. Ich hab dich auch erst ganz spät gesehen. Ja, mal, danke für 100 Bits nochmal. Danke. Endlich Hardstyle. Ja, wie gesagt, wir lassen mal alles laufen heute. Ich habe jetzt 97%. 100, stopp. Schon, willst du, oder? So, jetzt machen wir gleich mal erstmal Rollout. Mal gucken, wer das nächste DLC gewinnt. www.nico.de. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen.
Oh, scheiße. Das Problem war gerade, ich habe Matze automatisch ausgeschaltet im Kopf. Ich höre ihm ja nicht immer zu. Hat Johnny was gesagt? Nee. Okay. Wer ist der Nächste, der gleich herkommt? Jan wahrscheinlich. Icke, ja. Icke. Ich fahr super über den alten Teil jetzt wieder, Jan. Jo. So, ich mach mal eben das Rollout, Chat. Rollout. Es wird jetzt geclosed, das Giveaway. Viel anfangen und mit wenig enden, so ungefähr. Ja, okay. Bleibst jetzt nicht auf der Straße stehen. Wenn ich dann zu mir, schnell du fährst dann. Primer 26 hat gewonnen. Followed seit 17.05.2018. Primer, mein Bester. Whisper mich mal an. Kannst oder erstmal erst auf jeden Fall in den Chat schreiben. Ich muss erstmal einen Tempomaten anmachen hier. Primer, erstmal bitte in den Chat schreiben. Wie viel hast du? 15. Aber nee, Jan, ziehen wir nochmal sonst rüber. Müssen wir einen Re-Rollout machen. Johnny, sag mal bei 75% Bescheid. Jo. Sicher, oder was willst du hören? 75, ja. Oha, wie cool. Ja, sehr nice. Primer, whisper mich mal an mit deiner E-Mail-Adresse, dann kann ich da das fertig machen. 13. Wie war das? 13, Lukas. Wird wahrscheinlich heute nicht mehr werden, sondern eher morgen, aber, ne? Mich anwispern mit deiner E-Mail-Adresse und dann... Vorsicht, also ich ziehe jetzt links auf die nächste Bahn von mir rüber. Und dann kann ich dir das schicken, mein Bester. Racing Klöschen. 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 Klöschen, schönen guten Abend. Josef, willst du auch mal fahren? Klöschen? Hallo? Wahrscheinlich rauchen. Ja, da kommt mal Ausschlag. Ist so, als ob er gerade einen Herzinfarkt gekriegt hat. Ich werde angesprochen. Marc, genau. Marc, du freust dich anscheinend. Alles klar, bis zum nächsten Mal, Red Eye. Schönen guten Abend. Racing Team Oberwiese überhaupt. Ja, mein schön, dass du auch mal wieder da bist überhaupt. Danke, danke, Nico. Danke. Luca, ein bisschen langsamer. Pass auf, einfach Flamex, obwohl der nicht mal im Stream war, was? Die Flamex. Okay, wir hängen am Baum. Dass die auch genau in den Weg ragen, ne? Bist du aber auch nur der eine. Achso, ja, den habe ich auch schon Bekanntschaft gemacht. Jim 75 zum ersten. 80 zum zweiten. Nee. 90 zum dritten. Ne, der erste Anhänger. Ja, Marc, freut mich, dass es dir gefällt. Ja, ich finde gut. Dann, mir wird aber so langsam warm hier. Wie lange machst du noch? Ich denke mal, wir machen so bis halb elf, sowas vielleicht. Erster ist voll. Flächen will ich fertig schaffen. Oh, das ist schön, Kiwi. Ja, Racing Team, den müssen wir wegsägen. Ich weiß auch nicht, wie Cookie den da platziert. Ich bleib stehen, Lukas. Nee, der kommt nicht weg. Der ist schön da. Lukas, ich bleib stehen. Jo, ich war's. Primer habe ich bekommen. Mach ich jetzt kannst du morgen. Ganz in Ruhe rumdrehen. Oh, das ist auch ein geiles Bild. Das auch ich glaube, wir müssen uns hier einen Vorführstriegel ausleihen. So viel wie hier liegen geblieben ist. Ja, du musst ja auch fahren lernen. Ja. Nee, hier ist ein ganzes Stück nicht geschwadet. Ist Keil nicht ausgeschwadet worden. Warum nicht? Da bin ich nicht schuld. Hast du eine Konsole oder was? Weil mit dem Häcksler werde ich jetzt besser und besser. Tim, du schreist. Tim! Ganz entspannt. Ja, hier geht's entspannt. Du sagst so voll auf, Johnny. Wenn ich unentspannt bin, dann hörst du das wohl. Ja. Hab ich bisher noch nicht mitbekommen, dass du unentspannt bist. Ja doch, das hast du auch schon einmal erlebt. Ja. Einige können mittlerweile sagen, dass sie es einmal erlebt haben. Ich noch nicht. Jetzt muss ich nachdenken. Ich glaube nicht. Noch? Doch. Nein, Steff nicht. Jetzt kommt aber auch ein Hardstyle-Banger nach dem anderen. Ja, Marc. Da ist doch Feierabend damit hart. Hardstyle. What? 85? Timmy, du bist ja da. Wohin, ne? Wohin, Thies? Ich bin hinter dir, keine Sorge. Siehst du, Matze? Ich stehe immer hinter dir, Johnny. Also rechts? In Polen als auch in Leerzeit. Naja, ist nichts passiert, alles gut. Ich,
So, du hier ein bisschen zu verteilen hinten drin. Weiter rauf, weiter rauf, weiter rauf, weiter rauf. Okay, 95. Kannst vorziehen. Ich geb Gas. Wenn ich kann. Kann ich nicht. Ich geb Gas. So viel zum Thema, dein Schlepper schafft das. Ja, okay, du kannst wegfahren. Das will ich deinem Schlepper nicht antun. Der schafft das, Leute. Ja, so komische Dinger so hier bergaufziehen ist ja auch nicht ohne, ne? Ja, du möchtest das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Timmy, ich bin darauf nicht eingestellt gewesen. Ich auch nicht. So, Lukas, jetzt gib mal da Gas. Hier stehen drei Abfahrer. Ja, deswegen, das kann nicht wahr sein, Lukas. Du kommst. Also, nee. Das liegt jetzt mal nicht an mir, sondern an Johnny. Vorsichtig nehmen. Ja, wer hat sich denn noch so komische Anhänger ausgesucht hier? Wer hat sich denn so einen schwachen Schlepper ausgesucht? Schönen guten Abend, die alte Dame. Grüße Sie. Hallo, Yogi. Moin, Yogi. Hast du? Jo, Abfahrt. Yogi, wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? Jetzt wird das Gas durchgedrückt. Alter, wie schnell fährst du eigentlich? Was ist das? Frosch? 17, 18 km/h. Ich hab gesagt, ich drück das Gas durch. Nochmal sowas. Also das war jetzt aber nicht nötig, Thies. Was hat er gemacht? Alles. Hä? Alle gucken. Was? Hä? Was ist das für ein Johnny? Der beste Johnny ist er. Der allerbeste. Nee, das hier ist ein 7R, den ich fahre. 7R. Der einzig wahre ist das. Kann ich meckern. Und selbst, ja, alles bestens, Junge. Tim, du schreist, ne? Gibt's hier eigentlich noch eine Feldausfahrt oder so? Nee, ja, wo ihr steht, ja. Okay? Ist der Junge denn auch fleißig? Aber da geht's ordentlich berghoch. Also hier ist richtig Gefälle drin. Egal, ich nehme ja jetzt Schwung auf. Ihr müsst alle weg. Ne, Steff, kannst du mal einen Meter vorfahren? Aber wenn ich einen Meter vorfahre, dann ragt das gleich das Gewicht hier gegen die Innenkurve. Dann, wenn der Kurven schneidet, dann nimmt er mich mit. Der nimmt dich mit, keine Sorge. So, ich hab mich aus dem Weg gestellt. Danke, Kiosch, steht dir auch einen schönen Abend. Oh. Schön, dass du da warst. Einmal mit Profis hier. Vielen Dank. Hallo Jungs. Er ist eben mittlerweile bergauf und der Anhänger wird auch nicht leerer, wenn du was reinpustest. Wo war ich der nächste mal wieder? So viel zum Thema. Johnny ist auf dem Weg. Der Reas. Achso. Okay. Lukas, okay. Teil. Ich gehe jetzt eine Runde tanken und dann gehe ich Fläche wechseln. Lukas, da ist noch ein Teil von der Reihe. Da geht die Power weg. Oh. Wir sind momentan am 8. Ingame-Tag. Nichts gesagt. Sind wir hier fertig? Sind wir hier fertig, Lukas? Andi, nein, Grüße. Zwei Bahnen sind hier noch. Die kann da Tim noch mitnehmen oder muss einer hier bleiben? Ich hab 5%, Steff, natürlich kann ich die mitnehmen. Ich bin schon unterwegs, ich bin jetzt gleich da im Feld, Timmy. Ja, ist cool. Wir kommen uns jetzt noch entgegen, Matze. Also, Lukas, hier hinten liegt noch ein bisschen was, das kann man noch mitnehmen. Jo. Disco Pogo. Dengelingeling. Ganz genau. Habt ihr einen MB-Truck? Nein, MB-Truck haben wir nicht. Spielt also, mit 9 Tagen? Ja, genau. Das hat keiner gesehen. Frag mich gerade nur, wo du hin willst. Matze, ich komm dir entgegen. Hier hinten liegt nichts mehr, Lukas. Ja, aber hier hinten ist noch erstens ein kleines Häuflein. Wo die Pickup. Meine Fresse, so unsauber hat noch nie jemanden arbeiten sehen. Also wirklich. Da hinten ist und ja da leer, hinten der ist noch ein Keil, der nicht aufgewartet. Ja. Das kann ich ja noch einmal mitnehmen. Ja, ja, Wise, Tom. Oder hab ich schon aufgelöst. An die Hexekette. Bitte. Wir fahren danach auf die 123. 129. Leute. Lukas, wo willst du hin? Hier hinten. 100. Hier liegen noch. Ja, ist die auch warte mal, ist die 129 gehexe, geschwadet? Dolly, schön. Ja, war die erste. Wurde direkt als erstes gemacht. Achso, dann habe ich nichts gesagt. Ich dachte, das wäre die Fläche, die nicht geschwadet ist. Okay, dann Abfahrt. Wo willst du denn jetzt hin? Ja, tschüss. Zur anderen Fläche. Ich bin doch gerade jetzt hier. Kannst du wieder fahren? Ja, fahr wenn der mal vor mir fahren würde. Ja, warte mal, ganz entspannt. Ich muss jetzt erstmal einen Gang einlegen, Handbremse lösen und dann dich bergab rollen lassen, damit die Kiste anspringt. Lief durch. Ja, gut, hast das du denn Gewichte hinten drauf? Hm? Für die Gewichte hinten drauf hast. Damit ich mehr Gewicht hab. Genau.
damit ich mehr Antrieb habe. Damit das er mir war nicht jetzt so aber, wegrutscht. Das war aber, also jo. Das war die einzig richtige Antwort. Ja, sicher das. Disco. Timmy, nehmen wir hier gleich noch den Rest schwarz, der zu groß war. Das Klonschaf ist da. Das Sohnschaf? Nee, das Klonschaf. Dolly. Ja, Dolly, genau. Dolly ist da. Dolly 92. Pogo. Boah, das kennen die anderen gar nicht mehr, glaube ich, alle. Das Klonschaf Dolly. Natürlich. Hatten wir im Englischunterricht. Ja, klar, kann man hier. In jedem Unterricht. Also Nico, ja. Sicher kannst du hier einen PC gewinnen. Hack mit nicht. Sicherheit. Ich glaube, Johnny wollte den sponsoren. Der hat da noch was. Im Speicher gefunden. Ja. Vorsicht, Timmy, ich drehe und nehme die andere Sport auch noch einmal mit. Eigeninvestition wäre dabei halt nur den Hamster, den du für das Hamsterrad bei dem Aber wir hätten noch eine handbetriebene Strohmähenmaschine, hätte ich noch zu vergeben. Eine was? Eine handbetriebene Strohmähenmaschine. Oh, also ich habe selbst nicht geglaubt, dass wir sowas nach oben rumfliegen haben, aber ich habe es gefunden. Geht die denn noch? Hast du mal ausprobiert? Ja. Muss man eine so eine Zinke ein bisschen biegen, dann würde wieder leichter gehen. Ach man, Jan, ey, was ist denn da los mit dir? Der Flug so eine Kurve. Ja, aber ja, der Stroh, was oben noch liegt, das brauchen wir nicht mehr malen. Okay, das Timmy, wir können fahren. Wer flog da wohl um die Kurve? Ich glaube, du kannst es ins Zelo zurückbringen. Hallo? Oh. Oh. Oh, Akku vom Tablet ist leer. Schaltet sich gleich aus. Naja, dann musst du gleich mit dem Tablet. Das kommt von dem Herzen, ja, genau. Evi? Ja. Hast du was zu tun gerade? Heizen, ja, genau. Ja. Nice Musik, auf jeden. Okay. Ja, hier, der ist nämlich nur am Heizen, weißt du? Sobald der da schneller fahren kann als 25, macht er das auch. Er kann ja sonst nur Moped fahren. Ich dachte, jetzt kommt wenigstens IAC oder so. Nee, nicht mal das. Heute läuft bei euch aber nicht so gut. Wie? Joel, bei uns? Oh. Bei uns läuft immer gut. Wo sind wir denn? Pix bei Milano, 2021. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen, Herr Bester. Schönen guten Abend. Neuer Account, ja, habe ich mir schon gedacht. Warum neuen Account gemacht hast du als Passwort vergessen, oder was? Unfälle gibt's hier nicht. Was sind denn Unfälle? Ja, ganz genau, Marc. So sehe ich das auch. Tschüss. Panderos. Ja. Danke fürs Follow. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Wünschen. Ja, nehmen wir her von Abkippen. Nee, ich sollte nicht so viel den Chat von Matze lesen. Tschüss, Sie wünschen. Wann hat Matze einen Chat? Wüsste ich auch nicht. Tschüss. Was denn? Ui, er will nicht wieder. Ich weiß. Ich auch. Kann mir einer erklären, wieso ich auf dem Feld. Ein bisschen später. Im nächsten. Nein, Lukas, du machst 20 scharf und. Ich hab mal den nächsten auch jetzt. Ja. Guten Morgen, Alter. Moin. Alter, ich bin eingepennt. Wirklich? Genau. Ja! Und dann solltest Alter. Du dich mal untersuchen lassen. Nee, ich dachte mir so, ich bin so geradeaus am Fahren. Ach, das geht ja noch. Guck irgendwann in die Ecke und auf einmal merkt man, wie es war. Alles gut. Wolfinator, moin, servus. Da bin ich wieder. Sehr nice, Asuna, schön, dass ihr da bitte sind. Dass ihr wieder da warum, seid. Was wolltest du denn, Tschüss? Hey, ich wollte vielleicht, dass du dann die Kälber aus dem alten Kälberstall schon zum neuen Hof fährst. Wenn du Jan? Was tun ja, lass mal hier mit dem. Du hättest doch da rechts gemusst. Ja. Ich fahr nur Steff hinterher. Gleich eh weg. Oder hilfst du einmal kurz das Gras, was Johnny hier außerhalb hingekippt hat, einmal raufzuschauen. Ich wollte ja, dass du ein bisschen mal was zu tun hast. Was steht gerade an? Wir sind gerade noch am Abfahren. Ich hab mal alles Mögliche an Dingens angemacht. Ja, der Häcksler schafft auch nicht schneller als 33. Deine Augen. Oh, ja. Seid ihr alle müde oder was ist los mit euch? Ja, wieso? Ja. Ungefähr.
Wir haben ja nicht so einen schönen Bürojob wie du. Ja, ja. So. Ich geh doch nur zur Schule. Wer ist der Erste oder Zweite? Ja. Johnny, wo willst du hin? Ja, Erste oder Zweite? Wo fährst du rein? Jo, wo willst du hin, frage ich mich nur. Du musst in der Hexler rechnen. Denn eigentlich? Warum? Ja, 123. Nein, 129. Wie lange? 129 und ich hab gerade geguckt, der ist holt bis die Tage, mein Bester. Schön, dass du da warst. Schlafen so gut. Warum tut sich das denn so lange? Tut sich, glaube ich, nichts. Wenn wo Kiwi steht oder gerade rüber fährt. Ja. Machen wir dann morgen den Häcksel Luzerne Stream oder wie? Also jetzt oder ist die nächste Wiese ist jetzt einmal um See drumherum, ne? Ja, da fährt. Wir sind hier beim Lohner. Wenn ich natürlich kommen hier Autos. Brauche ich kein Meer. Wenn ich das Meer sehe, benutze Trekkia. Ja, genau, Trekkia ist das. Ach, dann fange ich jetzt bei Jan an, ist mir auch egal. Hä, nee, ich bin doch falsch rum. Ja, du musst bei Stefan fangen. Das habe ich auch gedacht, dass du falsch rum bist. Leute. Das ist das falsche Ufer hier. Wobei, steht hier alle so bescheiden. Also der Steff ist ja auch nur 2 Meter aufs Feld drauf gefahren. Ich hab gesagt gegen euch, ihr könnt hier links die normale Feld. Einfach. Normal aufs Feld drauf fahren, aber nö, steht wieder. Ich hab nichts gehört von dir. Hast du im Traum gesagt? Ja. Also ich hab das nicht gehört. Steff, du musst ein bisschen mehr rumziehen. Ich häng ansonsten gleich am Baum. Matze? Ja. Ich sehe das. Was ist denn? Ja, das weißt du ganz genau. Mach die Schläuche da wieder ran. Du musst mal die Spanngurte von den Gewichtsplatten losmachen. Bring den nicht auf dumme Gedanken. Der hat hier wieder nichts zu tun. Jetzt mach nicht hier Klößchen seine Tür auf. Der friert sonst gleich wieder. Ist der überhaupt noch da? Oder fährt der einfach nur noch mit? Ich glaube, der fährt nur noch mit. Schlafen, wie Steff. Dem frieren seine Klößchen ab. Also ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, der nächste Stream, oder ich sag schon mal einen festen Stream an, am Freitag würde ich sagen. Oha. Oha. Das ist ja ideal. Hat er sich aber gleich aus dem Fenster gelehnt. Oh. Und vielleicht dazwischen auch nochmal, und vielleicht am Wochenende habe ich nämlich auch Zeit wahrscheinlich. Mal gucken. Scheiß Pause oder was? Nee, aber ich hatte gedacht, Johnny und ich wollten vielleicht noch mal ein bisschen Phasmo spielen und dann vielleicht mal in der Psychiatrie in den Keller gehen. Wir beide? Da war ich schon. Ich denke nicht. Ich komm mit, Matze. Ich sehe jetzt schon zwei. Sascha hat ja auch noch einen schönen Schlafhut. Schlaf schön, Sascha. Wie geht's dir? Gut, Sascha. Alles Beste. Ui, ja, dann die Spanien hier sind echt dick. Ja, ich merk's. 85. Oh, ja, warte. Sag doch was. Ja, ab 85 sagen wir es immer so. Also. 92, 93, 94, 95. Es geht grad schnell. 9 Stück, 9 Stück. 7, 8, 9. Lad langsamer. Komm mit dem Stopp. Kleinen Radlader mit abfahren. Ja, aber für dich haben wir keinen HW80 mehr. Ich fahr nur mit der Schaufel, genau. Deines Teufels, Mama. Okay, holländisch ist das Lied besser. Häcksler ist noch an? Ja. Dann fahr. Gib Gas, ich hab Schwung. Gib Gas, Häcksler. Ja. Brauchst du einen Abfahrer, Lukas? Ja, kannst du schon hinterherkommen. Ich hab schon 15%. Kiwi! Du kannst auch nicht hoch. Was ist los? Ich kann 18 km. Kiwi hat die Verbindung verloren. Ich gebe alles, was er kann. Kiwi hat die Verbindung verloren. Hört dir noch einer? Kiwi! Nein! Kiwi! Nein! Kiwi! Ja, ich steh ins Licht! Ja, auf jeden Fall, Marc, auf jeden Fall. Drehst du? So viel zum Thema, ich mach Maschinen kaputt. Machst du? Der Jan hat auch schon. Machst du immer, oder? Mach ich nicht. Wo ist Klößchen eigentlich? Der sitzt wieder neben mir. Der ist gerade ein bisschen rumgelaufen und jetzt sitzt er wieder neben mir. Aber warum redet der denn nicht? Ist er wieder müde.
Gib Gas. Josef? 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 Stopp, ist langsamer. Josie! Ja, was denn los? Ja, ja endlich! Ja, Alter, muss, nur der, Richtige rufen. Wir haben schon gedacht, da passiert gar 80. nichts mehr mit ihm. Klößchen geht weg. Es gibt so laut hier, der kann nicht schlafen. 95. 98. Voll. Johnny, ich glaube, der Weg ist nicht kürzer. Sie hatte gerade aber auch der Hexer gekämpft. Ja, weg hier, sonst kann ich nichts. Ja! Los jetzt da! Zieh doch mal, Klößchen. Jetzt. Klößchen, setz dich rein, ich brauche ein bisschen Gewichtsbelastung. Zieh ihn doch einfach da hoch, Klößchen. Hallo. Hey. Lukas, jetzt entspann dich mal ganz kurz. Einmal 5 Sekunden mal Halbgas geben. Nee, ich kenne nur einen Gas, das ist Vollgas. Vielleicht ja, sollten wir. Das solltest du auch kennen. Mal einfach nur hinten Dingens drauf machen, weißt du? Anstatt die Gewichte machen wir da hinten mal. Können wir da nicht eine Lade-Dingens drauf machen? Häcksel aufbauen? Nee. Es gibt das würde dann auch reichen, mehr bräuchtest du nicht. Anhänger weglassen. Boah, ich hoffe, ich rutsch gleich nicht weg. Hallo? Ich rutsch weg. Was machst du denn? Was kann ich dafür, dass der Hexler. Dafür kann ich wirklich nichts, wenn der Häcksler anpackt. Ja, genau, Marc. Also das musst du bei Jan wirklich mal... Streamt der noch, der Jan? Nö. Nee. Deswegen hat er den noch rausgemacht. Gewusst wie, Matze. Boah. Komm, zieh rum. Da einer gerade hinten bei Jan auf dem Anhänger, was der von der Plakette drauf hat. Moin Julius. Da jetzt 25er Plakett drauf. Wo willst du? 85 da drauf, Kiwi. Ja. Hat LKW-Zulassung. Jo, so eine Schrottbüchse hat LKW-Zulassung. Das will ich sehen. Hat er selber hinten drauf gemalt. Hab ich bei Google ausgedruckt. Obwohl, hab schon eine Reportage gesehen, da haben sie einen Unimog angehalten mit zwei Agrolinern auf der Autobahn. Ja. Die hab ich auch gesehen. Aber der durfte, ne? Der durfte. Ja. Der war genau in seiner Längenbegrenzung drin. Der war auf dem Punkt genau, hatte der seine, was war das, ich glaube 18 Meter oder was da 90%. Case Puma, moin moin. 18. 91%. Stell mal, der 93. Ja. 94. Ich glaub, bin am Ende der Bahn weg. Ew. Das ist auch, glaube ich, voll. JL0306. Grüße Sie. Uiuiuiui. Zu viel Getümmel um mir herum. Wo ist Timmy eigentlich? Neben der dir. Der kam mir entgegen. Ist Steff denn endlich schon wieder zurück oder ist er immer noch unterwegs? Nö, der lässt sich zahlen. Lass mir Piano. Lukas. Ja, alter Naproleptiker. Ich hab doch mal die Reihe jetzt. Ja, aber richtiger Naproleptiker. Warte mal. Ja, hallo, ich will wieder was wegschaffen. Nicht, dass hier ich wieder zu hören bekomme, dass ich. Du sollst aber auch sauber arbeiten. Napolektriker und Schizophreniker, ja. Ne? So, jetzt komme ich gleich. Das ist aber nicht Napolektriker, aber gut. Ja. Habe ich was verpasst? Scheinbar sehr viel. Ja, definitiv. Ich komm grad nicht mit, was ihr schon wieder wollt von mir. Nichts. Weil du ständig schlapp vom Stuhlfeld. Ja, das ist sowieso so ein Ding, weißt du? Wie geht das? Dich im LS so tiefenentspannt hinsetzen, dass da irgendwann der Stuhl mit Rollen unterm Arsch wegrollt. Hallo, hier ist aber keine Entspannung angesagt, hier ist vollste Konzentration und Arbeit. Ja, das siehst du bei Jan. Zeig mal, Zaun. Kann ich? Ja. Für mich ist das hier Entspannung und dann setze ich mich halt mal richtig schön entspannt hin und dann rutscht der Stuhl halt weg. Wir müssen erstmal links hier die restlichen. Wer macht deine Haare sauber? Ja. Was? Das kommen keine Get alter Johnny! Wenn der Stuhl hier immer wegfällt? Nur Johnny kommt auf sowas. Definitiv. Alter. Wohin? Speicherleck.
Lukas? Warte, ich... Ich kann nicht mehr so schnell denken. Ich musste heute noch was für die Schule tun. Das hat meine geistigen Kapazitäten ausgereizt. Die waren nicht vorhanden. Genau, im Mod-Hub ist es am einfachsten eigentlich. Weiß ich, ist er aus dem Mod-Hub oder ist er verbinden Mods? Ist verbinden Mods, oder? Kann auch verboten Mods sein oder so. Der Unimog von verbinden Mods. Was hast du? Tim? Tim? Lukas, das ist so relativ einfach. Wie viel hast du? 50. Okay. Ich schätze mal wieder Innenwand. Ja. Moin, Max TV, grüße Sie. Wohin soll ich? Wie soll ich drauf fahren? So wie du kommst vom alten Teil, Jan. Okay. Du gehörst. Ach, ich seh's ja schon. Ich gehe auf den Gas. Ja, dann gehen wir auf maximal 15. Nee, ich gebe alles, was die Kiste hat. Moin, Dene, Grüße, 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 Grüße euch. Außer in den Kurven. Wer hat Feierabend gemacht, dass ihr jetzt alle ankommt, Leute? Wer hat aufgehört zu streamen? Seid ehrlich. Jetzt aber ehrlich hier, ne? Wird. Ey, irgendwo gibt's doch nicht einen Mod-Hub. Nee, den gibt's bei Forbidden Mods. Was? Zweite. Den wir drauf haben, den auch vom Forbidden Mods haben. Soll ich schon? Ja, aber der Kiwi verabschiedet sich jetzt erstmal. Ja, ja, schlafen Sie gut. Ja, gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Kiwi. Jo, können wir gleich machen. Und dann machen wir es immer so weiter, okay? Ja. Nein. Doch. Dann muss er ja auch mal lernen. Was macht ihr da? Ja, was macht ihr denn da jetzt so weiter? Arbeiten. Dann nimm mal die Spur hier noch mit. Ja, das war auch mein Plan eigentlich. Johnny, ich hab 75. Marianne, hol mal. Okay. Habt ihr gut Schnee, Däne? Vorsicht. Kommt jetzt die Matze. Und ich werde auch jetzt Schluss machen für heute erstmal. Bis zum nächsten Mal, Paul. Bevor noch mehr Stuhl rausfällt. Oh Gott, Alter, ich glaube, ich hab's gerade gecheckt. Igitt, Alter, Johnny. Hat aber lange gedauert. Das hat lange gedauert. Du sagst, dass du dich entspannt hinsetzt? Meine, also das hat jetzt aber das. Musst du Todi seinen Stuhl nehmen, dann geht. Ja, dann geht das, aber. Johnny, 90. Ah, okay, ich glaube, jetzt kannst du fahren. Nein. Eine Reihe mit. Wie lange wollt ihr denn noch machen, Jungs, alle? Bis fertig ist. Also, ja. Okay. Ich habe Freizeit. Also in 2 Minuten musst du ja erstmal nochmal wieder, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich da nicht die letzte Verlosung auf Freitag verschiebe. Das wird auch was haben. Wurde jetzt einfach so rausballern? Das musst du wissen. Voll. Was meint Jonas denn? Jonas ist so der Unparteiische. Ich bin der Unparteiische. Wie spät haben wir's? 10 Uhr. Wie viele Leute gucken noch? Platz 6. Ich zieh links rum. Genau, jetzt raus. Wie viel gucken? Ja. 106. Für Freitag haben wir bestimmt noch was Platz. Wir haben 10 Uhr und es gucken noch 106 Leute zu. Mhm. Das ist in Ordnung. Dann mach ich jetzt Feierabend. Dene, was ist für dich im Norden? Da würde mich mal interessieren. Oh nee, ich muss Tempomat reinfahren. Alles nördlich von Steff. Ja, deswegen. Vorsicht, ja. Ich fahr rechts rum. Ich auch. Okay. Weil die. Was sollen wir denn sonst im machen? Niedersachsen. Dann fahr mal ein Schiff vor. MacPom sagt ja auch schon, dass sie im Norden sind. Ja. Ja. Das ist ja für mich Süden. Das ist teilweise sagen die NRWler das ja schon. Ist nicht der Nordfriesland? Das ist eine richtige Frechheit. Was? Oder wie, jetzt kann ich sogar nach Tempomat wiederfahren. Ja, okay. Ja, okay, das ist Norden. Wieder. Ja, weil dein Korn daherkommt, sonst würdest du halt auch nicht sagen. Wie kann man jetzt einen PC gewinnen, Nico? da musst du mal den Jonas fragen, wie das funktioniert. Alter, da spiele ich da den. Was? Den.
zweimal einen Umstuhl. Was? Johnny, wie schnell schaffst du? Ich frage 16, 17 schafft er so eben. Thies, wo soll ich abkippen? Ja, okay, dann passt das so, wie ich gerade fahre. Ja, wir werden gerade langsamer hier. Ach, ist ja nicht schlimm. Eieiei, okay, Mini, das ist heftig. Trimax hat man sich noch wegen 30 Zuschauern gefreut hat. Saro. Kannst ruhig Gas geben. Ich hole dich schon ein. Ich gucke ja nie auf die Zuschauer. Ich habe ja noch nicht mal die Zuschauer eingeblendet, von daher, ne? Die Jungs wissen ja dann nur, wie viele Zuschauer immer da sind. Das muss ich tatsächlich sagen, das ist bei Matze tatsächlich so. Das ist eigentlich egal, wie viele Leute da sind. Ja, der sieht das wirklich nicht. Also wenn wir ihm dann nach dem Stream dort immer sagen, ist er auch immer ganz erstaunt. Kusch, Kua, moin moin. Kusch, Kua, moin moin. Grüße Sie. Johnny, wir nehmen hier noch die kleine Spur mit und dann... Kuschbur ist Daniel. Das hatte ich doch schon mal gesagt. Das ist doch der die rechte oder linke, je nachdem, wie du es möchtest. Von, ach, vom Fuzzi. Von Fuzzi. Ah, ja, stimmt. Links ist noch eine ganze Bahn, ne? Ja, den nehme ich gleich noch einmal weg. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen, mein Bester. Grüß dann dich. Könnt ihr zu 123 runterfahren. Boah, mir ist was? So warm. Boah, da bin ich gerade vorbeigefahren. Die zwei Rechner sind wieder wie Heizung hier. Du hast das kleinste Problem. Du hast ein kleines Problem. Ja, das habe ich Glück. Jetzt ein kleines Problem. Ein kleiner wahrscheinlich. Ja. Der Problem. Herr Wachmeister. Was? Was? Herr Wachmeister, ich hätte gerne. Vergiss es. Matze, wo bist du? Ich bin auf dem Weg. Ich sehe dich schon. Bei der 5 ist er. Ich sehe dich schon, keine Sorge. Wo bist du? Ach hey, ja, warum sagst du denn? Warte. Ich hab doch gesagt, ich seh dich. Ja, aber ich weiß auch nicht, wo du mich siehst. Auf der Map oder hier auf dem Dingens. Als wenn ich die Karte anhab. Johnny, fährst du. Danke. Abladen. Moin, Haber, mein Bester. Alles Bestens selber. Wo ist die Feldauffahrt zu 123? Gibt keine richtige. Ja gut, Saro, aber es gab aber auch Zeiten, da waren 106 Zuschauer am Anfang und dann ist man weit drüber hinausgegangen, ne? Das gab's ja auch die Zeit. Nein, aber das Ding ist, das ist immer wahnsinnig. Wie gesagt, ich habe mir mal die Zuschauerzahlen ausgestellt, weil es nicht danach geht. Aber es ist krass, ja. Es ist krass. Egal, wie viele Leute da sind, man muss sich halt immer einfach mal überlegen. Der guckt da ja, jetzt klar. Jemand zu beim Zocken, ne? Egal wie viele Leute sind, klar, umso mehr, umso abnormaler ist es ja im Endeffekt. Wenn du mir überlegst, dass bei Trimax oder bei Monte über 350.000 Leute da zuschauen, ne? Wie viele Stadien das sind, die da gerade live zuschauen. Live bei Trimax gerade 230.000. Ja, 230.000 Leute, dann überlegt euch das mal. Ne? Und wenn wir jetzt hier 100 Zuschauer haben oder nur 10 oder 20, 30, 40, egal wie viele. Ne? Du musst ja mal überlegen, wofür und warum. Im Endeffekt zocken wir ja genauso wie ihr zu Hause. Es ist ja nichts anders in dem Sinne. Und ich mache ja jetzt hier keine Special-Sachen auf, wie klar, wie Monte oder Trimax oder keine Ahnung was, wenn die ihre Packs da öffnen oder sonst was. Ich zocke ja so wie ihr, das kann jeder, ne? Klar, die machen jetzt Sachen für viel Geld. 123 hat eine Auffahrt. Ja. Wenn du noch den Weg weiterfahren und dann... Ja, ich hab's gerade selbst geschickt, ich wollte es gerade Lukas sagen. Das ist so gut. Ja, ich hab dich da rumlaufen sehen und hab's mir gedacht. Sind wir fertig auf 123 oder was? Ja, nee. 129 sind wir fertig. 123 gehen wir jetzt drauf. Aber Lukas, Achtung, hier ist Fußgängerverkehr. So. Und Matze heizt dran vorbei. Nee, jetzt muss er auch durchfahren. Ja, wo ist denn die Einfahrt? Ja, einmal Kreis drehen und dann siehst du hier gleich, wo ich hinter dir reinfahren will. In den Weg hier. Oh, dann fahr ich vor dir jetzt rein. Und erstmal schön mit einem km/h hinterher. Allgemeine Verkehrskontrolle. Haben Sie getrunken? Nur ein Wachmeister, Herr Jägermeister. Genau der. Und einen Jägermeister hätte ich da. Den wollte ich vorhin bringen und haben falsch angefangen und habe gesagt, ach weißt du, warte, leck mich. Das hast du immer so, ne? Das machst du immer so. Ja, aber hier sind die Leute, das ist ein Fußgängerweg und kein.
Ja, da musst du mal sehen. Das ist eine Straße. Hier darfst du lang fahren, aber halt nur Fußgängertempo. Das ist wie wenn du durch die Straße, Stadt fahren würdest. Ja, ich fahr auch mal über die Einkaufsstraße mit dem Schlepper. Es sind seine Straßen. Matze ist auch schon 5 nach, ja? Was sagst du? 5 nach. Deswegen. Leute, wer ist denn jetzt bei mir wieder der... Oh, ich könnte ja hier schon wieder... Ach, Matze, fahr doch einfach über Fußweg. Der geht nicht. Der wurde weggesammelt. Dies, wie viel haben wir schon im Silo? Warte kurz. Fast 700. Alter. Ach Leute, zwischen den... Aber du kannst eh keinen Link schicken. Steff. Warte, ich schick dir mal ein per PN. Ich hätte ich hier reingemacht. Ja. Hast du schon? Ja. Okay. Ach, meine Herren. Zeig dem Entschädigung, geht mir jetzt so auf den Sack. Uiuiui. Tim, mal, danke. Entschuldigung. Da hinten ist ja die Auffahrt. Ja, komm mal jetzt hier ran. Einmal mit Profis. Ich bin unterwegs. Mein Herr. Ich bin aber mal ein bisschen telefonieren. Biergarten-Besucher, vielen Dank für den Follow. Schöne Grüße. Ich aus, Johnny. Danke. Dies wollen wir nicht lieber andersrum, dass du vom Knick wegfällst. Nein, mal irgendwann treffen wir uns. Nein, komm. Ich finde es doch eh alles. Google, hä? Dankeschön. Was? Hä? Ab was ist Google? Alles? Könnt ihr vielleicht jemanden... Achso. Na, da. Sowas machen. Machst du noch ein Giveaway? Ja, machen wir jetzt noch eins oder nicht? Ja. Ja, komm. Der Tommy ist heiß. Dann machen wir dieses Mal... Ui, ich kann sogar 20 fahren. Und Freitag gibt's auch nochmal 2. Dann machen wir... Kommst du überhaupt her? Hinterher? Weißt du, ich habe den 19 km/h-Gang eingelegt und er schießt hier weg wie sonst wie Schmitzkatze. Dann machen wir jetzt... Ja, wenn der Hexer kann. Wer kann, der kann. Wir machen jetzt... LS. Beides klein, ja. Ne, natürlich. LS, alles klein und damit könnt ihr teilnehmen dann. Oh, ich bin Held. Ich darf ich nicht. Hier. Ey, Uzi, schönen guten Abend, die Dame. Wie macht ihr das immer mit den Mods, dass alle die gleichen Mods haben? Jeder lädt die auf den Seiten runter, wo sie runtergeladen werden müssen. Genau, LS einfach eingeben, dann seid ihr im Lostopf drin. Ihr müsst aber zumindest 61%. Sein, ja? Das ist klar. Matze. Ach, ich muss auch noch followen, Matze. Du gewinnst sowieso nichts. Ja, ich weiß, deswegen mache ich auch mit. Um zu gewinnen, muss man Mod sein. Genau. Und Sub und Subscriber und über 10.000 Bits gespendet haben. Aber nur Tier 3 gewinnt auch nur, ne? Genau, genau. Alles andere wird leider nicht gewinnen können. Sie ist von dieser oder von der anderen Seite? Wohl? Nee, nee, 85. Okay. Das ist... Ich guck ab und zu auf eine Anhänger. 90. Auf, ich sag schon Bescheid. Dieses ist ja am Telefonieren, stimmt. 95. Also bei Josef läuft was im Hintergrund. 100 voll. Ist Josef noch da? Komm raus. Naja. Ja, aber der guckt ein Video. Und anscheinend das hört Knossi man. Oder so. Na. Matze, bitte fahr im Feld und nicht... Och. Ja, ich kann auch im Feld fahren, Junge. Es ist. Ansonsten muss ich mich so runterbremsen, obwohl ich eigentlich so gut heizen kann. Jetzt muss wieder FPS aufsteigen ist bei mir. Jetzt würde ich mir tatsächlich sogar zutrauen, auf 2 HW 80 zu ziehen. Jan, lass es doch jetzt einfach mal bleiben. Matze. Kann ich immer übertreiben. Nö. Nee, hast recht, war ich hier ganz entspannt. Kaum LS eingegeben im Chat. Matze, ich fahre jetzt 20 km/h. Sehe ich nicht. Sehe ich sehr wohl. Sehe ich nicht, ne? Soll ich noch schneller? Nico, gib noch mal einmal das LS bitte ohne Sternchen ein.
Nur falls er das nicht erkennt, der Bot, dann kleiner Tipp. Julius, schönen guten Abend, ich grüße dich. Warte, ich weiß, und Johnny, schönen guten Abend, ich. Was? Was? Ja, moin. Was? Hä, wie moin? Was? Hä? Warum kommst du denn jetzt auf moin? Mahlzeit moin. Hä? Ja, moin sagt man zu jeder Tageszeit. Mahlzeit noch zum Mittag und guten Morgen. Ludwig, wie Pizza hast du denn? Lukas, guten Morgen. Pizza hast du mit Sicherheit. Aus. Alter, rett miteinander. Wo kommst du jetzt her? Hast du schon wieder geschlafen? Der ist wieder aufgewacht. Ich sitze noch hinten hier gerade und spiele hier mit so. Ja, ja, Ludwig. Ja. Warte mal, da war ein Dude dabei. Nee, da war gar nichts, da war was ganz anderes. Ich sitze hier und spiele mit was. Ja, ey. Oh, Julius, dann. Ich hab so einen kleinen Ziehcoach von dir, da spiele ich hier gerade ein bisschen mit rum und. Wo spielst du gerade ein bisschen mit rum? Ziehcoach. Ein Ziehcoach-Schlepper. Mit einem ganz kleinen, so einem. Daumengröße. Hör auf! Hör auf, Chef! Jonas, der kann sich kaum noch zurückhalten. Warte, wie voll? Ihr 97. Seid doch alle wirklich nett. Wie viel? Voll. Er ist voll. Ich bin voll. Okay. Vorsicht, Timmy, gib Gas. Ja, wie gesagt, Julius, ja, alles Gute dafür. Mach ich ja. Was für einen Traktor fährst du? Ich fahre einen 7R. Und Johnny ich fährt, glaube ich, einen K8. Boah. Also das auf dem Silo hätte ich schon Lust zu. Nein. K8? Johnny fährt was Geileres. Peter, schönen guten Abend, bitte. Herr Peter. Warum hast du denn so ein Eissymbol neben deinem Namen, Peter? Was ist das? Der Frostige. Vielleicht ist er ja der Iceman. Und Karin Ritter. Schlecht. Was? Ach nee, Leute. Muss nicht. Ich muss einmal zurücksetzen. Jetzt kannst du entscheiden, ob du außen oder innen fahren willst. Jonas, bist du noch da? Ich bin da, hä? Und der Uwe? Ich bin auch dabei. Ich bin auch dabei. Naja. Hallo! Ey, das muss ich unbedingt machen. Das war knapp. Ja, das war recht knapp, aber... Ne, aber Profis? Passt schon. Jimmy, du sagst mir, wenn du nicht mehr mithalten kannst. Also noch fahre ich neben dir. Aber auch nur 20 km/h. Nö, 22. So, wann geht die das Verlosung? Ist ich denke mal, die Verlosung geht, bis wir ausmachen. Also ich hoffe ja echt, jetzt. Dass irgendwann mal Force Feedback reinkommt, ne? Ja, das wäre nice. Oh, bitte nicht. Ja, sicher. Force Feedback für die Tastatur. Ja. Start, wenn in die ich Tasten darf. Hoch und, weißt du, musst du fester drücken. Man kriegt so gar nicht mehr die Tasten gedrückt. Genau. So ein Krampf nachher mit den Fingern. Lukas. Welchen Schlepper fährt der Uwe? Ja, war ein Anstieg. Es wird gerade gefragt im Chat, welcher Schlepper der Uwe fährt. Uwe fährt eigentlich nur ein IAC, aber... Aber Johnny fährt einen 926. Was soll das jetzt heißen? Ist Jan eigentlich noch da? Natürlich. Naja. Der ist so ruhig Jungs, heute, der Jan. Ich wünsche euch gute Nacht. Das ist was ganz Neues, Matze. Steffi, gute Nacht. Ist Thies immer noch am Telefonieren? Jo. Ja. Jo. Die Turteltäubchen. Also Josef. Ja, jetzt ist aber Josef. Also. Du hast jetzt die Chance, einen Schlepper zu fahren. Gleich ist aus die Maus. Ja, das ist eine... Weit, ja, Jimmy? Keine bitte? Bestimmte Playlist, Kalle. Weit bist du? 85. Jimmy, du bist zu schnell. Nee. Dann bin ich nicht. Doch. Nein. Doch. Das täuscht. Wenn ich sage, du bist zu schnell, dann bist du zu schnell. Das passt alles, das siehst hey, du. Hey, da hast du was falsch verstanden, das ist, wenn ich dir das sage. Hallo, Test? Hey! Hallo, Test? Wer ist denn da? Wer ist denn da? Ah!
Klößchen. 99. Komisch, dein Mikrofon nimmt alle anderen Nebengeräusche in deinem Zimmer auf, nur dich nicht. Das hat halt auch einen Stolz. Ach, Matze. Jetzt hat er's. Aber hast du eine gute Spotify-Playlist? Johnny, ich nehme die ganz links außen. Ganz links außen. Schwader ziehen, Leute. Ja, genau, Marc. Lass mal raus jetzt. Ja. Hier rechts, Thies? Mal oder so. Jo. Thies hier? Hier hin, Thies? Thies? Thies hier hin? Achte mal auf seine Blinker. Thies, sicher? Hier hin? Er ist halt am Ausrasten auf dem Schlepper. Okay, Johnny, vorsichtig, wir machen hier hinten den Rest noch einmal fertig. Seid ihr denn fertig auf 123? Nö. Längst nicht, nein. Okay. Wir haben gleich das Vorgewinde abgefrühstückt. Ja, aber ich würde sagen, machen jetzt gleich Feierabend, oder? Na, ja, dann wohl. John Deere Fahrer, moin, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Ich stell schon mal ab hier auf dem Hof, meinen Schlepper. Und dann warten wir mal, bis alle da sind. Himmi hat Malheur. Na, beim nächsten Mal. Ja, wir waren noch ein Ast im Weg. Und da will mich immer noch nicht loslassen. Wie schön das wäre, jetzt so ein Hexer zu fahren und dann mit Schubregler. Ja. Willst du tauschen? Nee, ich habe ja keinen Schubregler. Niklas, moin. Ich auch. Lass nicht die Hupe aus. Wer hat die Hupe angemacht? Auch. Okay, Vorsicht, Johnny, tauschen mal die Plätze. Ja, wir machen jetzt auch noch das Vorgewinde fertig. Ja. Wie haben wir denn jetzt hier drin? Trotzdem müssen wir die Plätze dafür tauschen. 762.000 haben wir schon mal hier drin. Ja. Oh, Chat, reicht auch für heute. Dann hör gut durch, ey. Na, no, dann kann ich ja morgen weiter mit Ladewagen fahren. Mache ich das fertig. Ey, dann musst du mal schauen, ob du das überhaupt draufkippen kannst, weil ich glaube nicht. Ja. Stimmt. Herr Lukas, nächstes Mal. Thies, doch geht. Was? Nein, geht nicht, Thies. Thies, ich glaube auch nicht, dass es geht. Das geht nicht, Thies. Ist das Ziel etwa schon so hoch? Nein, das nicht, aber... Nein! Ich glaube, das geht vom meisten Plus nicht. Nicht? Jetzt schreibt. Nee, weil das... Ich wollte vorhin noch was ein Stück mitnehmen, was du liegen gelassen hattest, auf dem anderen Feld. Das konnte ich mitnehmen, und dann hatte ich einen anderen Fülltyp drin. Ja, das ist nämlich ein anderer Fülltyp, genau. Aber Silo zudecken wollt ihr jetzt noch nicht, ne, dann? Nein. Nö. Muss ja noch ein bisschen. Vorsicht, Johnny, ich nehme die übernächste. Frosting, moin, mein Lieber. Ich komm nicht mit. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ist schon traurig. Ich glaube, dein Schlepper braucht doch noch irgendwann mal einen Motor-Upgrade. Nee, mein Schlepper muss einfach mal repariert werden. Schon so runtergerockt? Unterhalb. Oh, gut. Das merkst du mit Sicherheit. Schau mal meine Nachricht. Ja. Matze, mir ist gerade aufgefallen, dass ich jetzt schon 3,5 Jahre dabei bin. Ja, das ist halt, das ist krass, Leute. Übernächst rechts. Aber ich denke mal, mittlerweile werden ja die Zuschauerzahlen jetzt auch runtergehen. Ja, ich bin schon dabei. 99, Matze. Ja. Okay, dann komme ich mit Jan zurückgefahren zum Hof. Hm. Ich komme da gar nicht hinterher. Und ich fahre mit vollen Anhängern, hä? Nein, das kommt daher, weil der immer so viel Stoff gibt und ich immer noch einen Gang hochschalten muss. Warum fährst du denn auf den Schwaden? Ja, weil ich genau über den Schwaden fahre, sonst passt das nicht. Oh, nein, falsche Taste gedrückt. Ich habe gefettfingert.
Na toll. Ja. Thies! Ich nehme die über die zweite. Thies! Ich baue mal eine Kette hier. Thies! Wie schön, dass ich das genau sehe gerade. Ich auch. Danke, kann Papa. Kann das mal einer klippen? Maurin, moin moin. Nein, gib Gas. So, als ob der kleine Junge sich festgefahren hat, da kommt dann der große Papa. Der große Papa ist auch ein Weg zum Hof. Ja, ich wollte gerade sagen. Big Daddy. Nenn dich bitte nicht so. Oh, nee. Nee. Übernächste längs. Rechts. Schnugger Daddy. Schnugger Daddy ist er. Schmucker Daddy. Ja. Ja, ein Schmucker Daddy bin ich auch, ja. Salty Daddy ist er. Gib Gas. Oh, wow. Was hast du jetzt vor? Wo gibt's den Fan? Oh, ich weiß gar nicht. Gibt's den so? Ist der Fan von Den gibt's bei... Ja, den gibt's bei... Wie heißen die nochmal? Auf dem Discord. Boah, ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Der Discord heißt, glaube ich, so, wir mögen bunte animierte Smarties? Radios. Virtual Farming auf dem Discord von Virtual Farming. Ach so, virtuell? Was? Wie? Farming. Katze, du kannst das selbst lesen. Ich glaube, Matze, 98, 99 voll, kannst ausmachen. Jo, ich komme aber trotzdem zum Hof gefahren, weil dann gehe ich eine Runde tanken. Also Schlepper an sich ist geil, nur das das Ding, es ist halt, also das Radio ist so etwas bunt und das Gebimsel und Gebamsel, was man da anbauen kann, ist völlig daneben. Magst du das nicht? Nee, ich nehme auch nur den, weil das weil der schöne Turbozeichen vorne drin hat und das Hufeisen. Das ist das, was mich an dem Schlepper reizt noch. Bist du so ein Pferdeliebhaber? Naja, aber das sieht bei dem Fan sieht das geil aus. Ach so, okay. Das kommt doch vom Dieselrost. Aha. Aha. Oh, da war ich zu schnell. Memo22KU, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend, mein Lieber. Was ist das für eine Map? Ausrufezeichen Map einfach in den Chat. Eine sehr gute. Ja, eigentlich so die beste momentan. Ja. Die läuft jetzt auch wieder super. Ja, jetzt haben wir auch keine Probleme mehr. Jetzt haben wir auch einige Haufen schon mal weg. Und wir sind nicht mehr so viele und es ist nicht mehr Primetime und alles. Läuft das bei mir auch wieder normal, ne? Läuft halt besser, wenn so manche Leute nicht dabei sind. Wow! Ach! Was ist das für ein... Was hat Thies denn für ein Ding vor seinem Namen, ne? Wo? Ich weiß auch nicht, was das ist. Ist das Geschenke-Abo-Ding oder was? Nee, ich glaube, das ist... Keine Ahnung, was er da macht. Was soll das heißen, Steff? Nein, das ist nicht, das meine ich doch nicht. Ah, Bits, okay. Thies hört sogar mit wieder. Bits. Er darf nur nicht sprechen. Das wäre ungünstig. So, bin nochmal weg. Alles klar, Zaro, dir auch noch viel Spaß, mein Bester. Schlaf. Aber wer lustig, wenn er spricht? Soll ich immer auf Insta schreiben? Kann ich, aber. Was ist denn? Hey! Eins, zwei, drei, vier. Wie heißt der DC? Discord? Gib mal Ausrufezeichen DC ein. Danke, Steffi. Nein, der andere DC. Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Der ist aber besser, den du jetzt hast. Genau. Natürlich in der Kurve. Nee, doch nicht. Ich kann dir gleich sagen, wenn es frei ist. Guten Abend, Schoggy. Kommt kein Gegenverkehr, kannst du überholen. Ja, schaffe ich nicht. Okay. Ist Thies noch? Ist Thies jetzt wieder doch da oder ist er nicht mehr da? Mein lieber Scholli. Ja, zur Not gehe ich runter vom Gas. Dann kannst du überholen. Passt. Ja, ich bin ja schon. Ich hätte aber auch mal hier das Gas wegmachen können, Thies, hier vom Silo. Also, es sieht aber auch aus hier.
Das machst du ja, Matze. Wie bei der Hottentotten. Ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass irgendjemand großkotzig gesagt hat, ich könnte den Hof ja auch noch ein bisschen schick machen. Hm. Ist der nicht schick, oder was? Alles abgebrochen. Ja, ich wollte es halt nicht so ausführlich machen, weil sich nachher wieder beschwert wird, dass hier alles verändert wird. Ja, Matze ist einfach schuld. Ja. Sehe ich allerdings auch so. Johnny, fahr mal mittig rauf und kipp dann mal ab. Nicht so weit nach links. Das sieht aber auch aus, okay, in deinem Anhänger. Ja, soll ich über einen alten Teil oder über einen neuen Teil kommen? Alten. Dann fährst du dann auch mittig rüber, so wie Johnny dann. Gut. Johnny, fahr doch mal da rauf jetzt. Komm, rauf damit. Schieben oder was? Nee, ich darf aber nicht so schnell fahren, weil sonst kippe ich hier hinten wieder gleich am Ende einen Haufen. In 2, 3, 4, in den Hinterheck. Schnell. Hättest auch mal rechts abkippen können, weißt du? Das ist ein Sonderwunsch, der muss vorher geäußert werden. Ach so. Holen Sie noch was, oder? Ich nicht, ne, stellen ich pack jetzt. Ich stelle jetzt mal. Ja, ich habe ja auch noch nicht. Fahren. Nee, ich soll da reinfahren. Voll. Ja, ich soll da reinfahren. Ja. Reinfahren. Reinhauen. Alter, das wird ja noch richtig geil, wenn wir Grasamernte machen. Wenn wir was? Grasamernte, ja, ja. Ackergras dreschen. Ja. Naja, das wird richtig, also. Richtig Hammer. Okay. Ui, am Hof gehen wieder die FPS runter. Mhm. Ich hab gerade 2500, ja. 2500, ne? Jo. Hey, wer kommt denn da mit seinem... Also irgendwas kann hier nicht passen. Hier soll ein Fan in der zweiten Reihe. Das ist, da mogeln wir uns nach rechts dran vorbei hier. Johnny, da ist extra noch Platz gelassen. Ja. Ich muss aber auch noch aussteigen können. Ich muss die Tür ganz losmachen. Alles klar, Marc. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass Sie da waren. Freut mich. Ja, das passt. Ja, natürlich passt das. Der Unimo kommt dahin, wo er hingehört, an der Tanke. Und vielen Dank, Marc, für Ihren Support. Nee, da muss ich gerade tanken. Ja, ich muss auch tanken. Funktioniert aber gerade nicht so. Ich habe ja eine Reparatur geschenkt gekriegt. Moin. Was? Tankst du jetzt? Ja, du musst tanken. Ich warte. Nee, ich meine, ob der Häcksler jetzt endlich tankt. Ich habe die ganze Zeit nicht den Tank anscheinend gesehen und wusste halt nicht, ob er jetzt tankt oder nicht. Thies, wie lange fahren wir noch hin und her, oder ist, Ist festgefahren. Ich fahre noch eine Weile platt, Matze, bis alles schick ist. Na gut, okay, dann sagen wir mal, ne, dann machen wir mal, mach das mal. Das ist pervers, wie viel der Hexer schon wieder durchgehauen hat. Dann machen wir noch mal eben kurz die Auslosung des Gewinnspiels und dann sehen wir uns spätestens am Freitag wieder, meine Lieben. Weil Mittwoch kommt Fußball. Und ja. Gladbach spielt doch, oder? Ja, sicher. Ist doch kein Fußball. Ach du Kacke, was ist das denn für ein Silo? Oh, ich hab den Mund vollgenommen. So, meine Lieben, wir machen mal eben kurz die Auslosung des Gewinnspiels, des letzten für heute. Ach du meine Güte. Juhu, so. Ich hab gewonnen. Ich roll mal eine Runde. So, der Gewinner ist Peter. Boah. Er followt seit 2016, 21.08.2016. Respekt. Der ist hat er schon, verdient. Schon ein bisschen dabei auf jeden Fall. Peter, mein Bester. Peter 1244858 mit Bayern München Logo. Gut, das ist jetzt... Das ist leider disqualifiziert worden. Das beste Logo, was es gibt. Gibt nichts Besseres. Aber schreib mir irgendwas in Chat, Peter, und dann bitte mich anwispern mit deiner E-Mail-Adresse. Dann kann ich euch das beiden morgen fertig machen. Mit Sascha, das kläre ich ja so. Mein Freund Peter, ja, sehr nice, Fuzzi. Peter, einmal bitte in den Chat hier kurz reinschreiben. Nur irgendwie was. Super, klasse, toll. Johnny ist ein klasse Typ oder so. Kannst du ruhig reinschreiben.
Musst du auch nicht meinen, aber einfach reinschreiben. Peter, sind Sie da? Sie müssen innerhalb von 2 Minuten antworten. Die Zeit läuft. Achso, wegen Bayern-Logo ist es nur dein Freund. Ach Gott. So eine ja gut, da gibt's nicht viele Freunde von. Eine Minute ist um, Peter. Da, nee, das ist Patti. Nee. Jan, wir müssen sowieso noch mehr drauf fahren. Ja, ich dachte nur, ich kann ja schon mal versuchen, noch mehr drauf zu knacken. Peter, kommen Sie, schreiben Sie jetzt. Peter. Also, Jan, gib mich da vorne ab. Bei da hinten, hier wo ich stehe. Ich werde es zum Kai gleich machen dann. Peter? Kai. Ja. So nicht, Fuzzi? Okay. Weil morgen, ich weiß nicht, wie viel wollen wir noch da reinfahren? Ja, die ich glaube auch, Peter ist nicht mehr da, wa? Also so, dass die Luzern... Weißt du, gewinnt der schon mal. Was, Jan? So, dass die Luzern halt auch zwei Maschmann. Jungs. Jetzt, Matze ist gemutet, dann kannst du weiterreden, Jan. Nee, Matze ist nicht gemutet. Wir warten mal 2 Minuten ab. Und dann rollen wir neu aus. Also Peter, bist du da oder nicht? Wir haben jetzt 2 Minuten um. Das neue DLC, das Grimme DLC, Jurobine. Wir machen noch einmal. Ich mache einen neuen Rollout. Mini Sergeant Snowman, 14.04.2020 hat gewonnen. Mini, bist du da oder bist du auch weg? Kommt noch ordentlich was. Also mit derselben Menge müsste man vielleicht nochmal rechnen. Ja, ich weiß nicht, ob wir dann noch ein zweites Silo anfangen. Nein. Ja, sonst fangen wir ein zweites Silo auf dem Maschmannhof an. Mini, bitte einmal kurz in den Chat schreiben. Ja, aber dann würde ich sagen, dass wir das auflassen und dann sozusagen sagen, dass wir den anderen Schnitt auch noch drauf fahren. Nein, das ist viel zu viel. Ich will. Mini, dann bitte einmal kurz anwispern über Twitch mit deiner E-Mail-Adresse. Dann kann ich dir das auch morgen schicken und fertig machen als Download. Jo, meine Lieben. Ja, so, Jungs. Was wir eigentlich brauchen. Wir haben es dann für heute. Dann sag ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen an den Chat. Vielen Dank, dass ihr anscheinend so zahlreich heute da wart. Heftig. Hätte ich nicht gedacht. Black Mamba, wir sind leider jetzt raus. Wir machen Feierabend. Aber ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Noch eine schöne Woche. Wir sehen uns spätestens am Freitag, denke ich mal, wieder. Bis dahin erstmal immer schön brav bleiben und wir sehen uns. Und bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Ciao, ciao. Ja, ciao. Tschüss. Und Servus, Black Mamba noch.